Mein Name ist John Bad Bones Klinger. Regret nothing, baby, denn ihr hört Wrestling Talk Radio. Herzlichen guten Hallo, willkommen im Wrestling Talk Radio. Wir machen heute eine Wrestling Time Machine auf den WWF Royal Rumble 1988. Das heißt, wir bewegen uns chronologisch von der letzten Time Machine aus weiter. Da haben wir die Survivor Series 87 besprochen. Das war die erste Suse. Heute den Rumble 88. Das ist der erste Rumble. Und das meine ich natürlich nicht allein, sondern wie gewohnt mit dem Sven. Hallöchen. Moin Matze. Pum Pum Hallo. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ne? Pum Pum Hallo zurück. Wie geht's dir denn? So eine Mischung aus müde und Bauchau. Aber da ich irgendwas immer habe, beschissenes Geprahl, alles ist wie immer. Bauchau klingt nach irgendeinem kleinen Dorf. Das kann sein. Ja. Vielleicht ist ja so ein kleines Dorf in meinem Körper und deswegen tut mir das auch weh, weil die da einfach immer hin und her laufen. Wenn ihr da draußen irgendwie in Bauchau wohnt, schreibt es mal in die Kommentare. Das wäre irgendwie schräg, da müsste ich hinziehen. Ja, und dir? Ja, alter Mann ist müde. Kann man machen. Ja, kann man machen. Wäre besser, wenn es nicht so wäre, aber ja. Machst direkt ein Meme draus. Sven müde, Sven schlafen. Ja, ja, ja. Sven müde, aber Sven tut nicht schlafen. Das ist das Problem. Hm. Ja. Das ist egal. Ja. Deswegen ist er müde, der Pumper, ja. Weil er nicht schläft. Ja, ja. Und nicht zum Arzt gehen will. Ja, hier, ne? Liebe Kommentare, jetzt rügt ihn mal. Ja, der Sven kann nicht schlafen und will trotzdem nicht zum Doc und will auch nichts nehmen und ja. Er achtet nicht auf sich, sag ich. Ach, vielleicht sollt ihr mal wieder einen langweiligen Podcast hören. Mal gucken, was die Konkurrenz so anbietet. Oh. Im Zweifelsfall hörst du einfach unseren. Den kennst du ja dann schon. Ja, aber. Da freue ich mich doch immer so drauf und bin immer so aufgeregt und hibbelig und dann kann ich ja erst recht nicht schlafen. Ach so. Ja, das ist auch schlecht. Das kenne ich aber auch. Wenn ich dann so im Bett liege und nicht schlafen kann, dann bin ich natürlich irgendwie so clever und mache mir irgendwas an. Oftmals ist das dann auf YouTube irgendwie was Let's Playiges, ob jetzt von Gronkh oder von Pizmeat. Und das ist dann zum Teil so lustig, dass ich lache oder werde ich wieder wach. Das ist so dumm. Ja, aber ja. Oftmals klappen eben Hörspiele nicht so wirklich zum müde machen, deswegen muss man dann Alternative. Egal! So, Rumble 88. Das wäre eine übliche Frage. Wie hast du dich hier vorbereitet? Ja, übliche Antwort. Diverse Podcasts gehört und Reviews gelesen. Einfach Meinungen aus verschiedenen Epochen mir zu Gemüte geführt, weil es einfach interessant ist zu gucken, wie so ein Event im Laufe der Zeit bewertet wird von unterschiedlichen Menschen. Klassischen Abfuck mir geleistet, weil ich mir einen schönen 6-Stunden-Podcast rausgesucht habe und nach 3,5 Stunden festgestellt habe, die Rede über den Rumble 98, nicht 88. Ja. Ja, weißt du, wenn ich mir gedacht habe, ja, also die haben das so verkauft, dass das wohl irgendwie über eine Show vorher schon geredet haben und jetzt eben in der Folge noch irgendwas rund machen wollen. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt könnt ihr langsam mit 88 hier loslegen und Steve Austin mal Steve Austin sein lassen und nö. Aber man kann doch nie zu wenig über Shawn Michaels erfahren. Man kann nie zu wenig über Shawn Michaels und seine wunderbare Attitüde im Jahr 98 erfahren. Na. Also. Oder? Ja, und über die ganze Mike Tyson-Geschichte damals. Naja, siehst du. Ist da auch nicht so schlimm. Ja. Ich habe, wie gewohnt, das Material geguckt, was seit der Survivor Series sozusagen da war. Das heißt, in dem Fall, wie auch schon in Vorbereitung auf die SUSE 87, habe ich jetzt Superstars of Wrestling, Wrestling Challenge und Primetime auf dem WWE Network geguckt. Die anderen beiden Sendungen habe ich nach wie vor durch meine Tape-Trading-Sammlung nahezu komplett. Und dazu habe ich noch die Slammy Awards 87 geguckt und werde da gleich ein bisschen drauf eingehen. In Vorbereitung auf unsere nächste Time Machine werde ich dann auch mal wieder 2 Shoot-Interviews gucken. Aber da rede ich dann drüber, wenn wir dann auf Höhe der nächsten Time Machine sind. Ansonsten werde ich wahrscheinlich das weiterführen, was ich jetzt so gemacht habe. Und habe jetzt noch ungefähr 12,5 Stunden Material von jetzt bis zu Mania. Alles andere habe ich jetzt schon
ja, mitgeguckt sozusagen, also in Vorbereitung auf das, was als nächstes ansteht. Und da ist ja noch ein Event dazwischen, über den wir heute auch so ein kleines bisschen reden werden, den wir aber hier, ja, zumindest für den Moment erstmal in der Wrestling Time Machine außen vor lassen werden. Vielleicht kommt er irgendwann mal. Ja. Was mir aufgefallen ist beim Gucken der Show im Network, ist, wie unfassbar nervig ich das Network finde tatsächlich. In Bezug auf... Ja, es waren auf, wieder so Voice-Overs von den Themes, das fand genau, ich blöd. Genau, in Bezug auf diese Voice-Over-Themes. Also gar nicht mal auf die Themes, sondern auf die Voice-Overs, die dann Howard Finkel eingesprochen hat. Ja. Die halt wirklich so unfassbar herausstechen, weil das Publikum halt doch recht laut ist bei den Entrances, aber halt in dieser 1988er-Qualität zu hören ist und dann hörst du auf einmal ganz klar hier Howard Finkel aus. Ja. Oh. So, oh. Ja, weil er halt im Studio sitzt, ne? Ja, und das stört mich unfassbar, ganz ehrlich. Ja. Das nimmt, da, weißt du, da wäre es mir tatsächlich fast lieber, wenn sie die Entrances rausschneiden würden, bevor sie mir so einen kackigen Voice-Over reinbasteln, da kann ich auch WWE 13 spielen. Ja, es ist halt auch etwas, was mich, das haben wir auch in dieser Time Machine, also guck mal, das ist jetzt unser 71. Wie oft haben wir das in den 70 Ausgaben vorher gesagt? Bestimmt 30 Mal. Ja, aber gerade so bei den ganz... Das ist einfach nervig. Ja, gerade bei den ganz alten Shows, da merkst du es halt wahrscheinlich von der Qualität her am stärksten. Ja. Also so bei dem ganzen 90er-Jahre-Zeug geht's tatsächlich einigermaßen. Aber hier in den 80er-Jahren... Du kriegst halt die Abmischung nicht so hin, ja, so rau, einfach die, wie es damals war. Genau, genau. Und das ist unglaublich störend für meine Ohren. Ja, ja, finde ich auch. War ja auch gleich im ersten Match. Also, ja. Ja, dass ja dann gleich das Steamboat-Team weggeschnibbelt wird und dadurch irgendein generisches Dings drüber. Und dann eben auch ein Howard Finkel, der aus dem Studio das Ganze einspricht. Weil ja der Rumble als das Network 2014? Ja, ne? Das ist stimmt. 2014 gestartet ist, dann dort als Pay-Per-View eingetragen wurde und das wurde dann gevoice-overt, denn auf der WWE 24-7-Variante vom Royal Rumble, da war einfach Stille. Also da hat, da war keine Musik, da hat Howard Finkel einfach eingesprochen, da gab es keine Musik und für die Network-Variante wurde dann entsprechend dieses, ja, gedubbte Theme dann irgendwie drüber gebupst. Random Theme Nummer 27. Ja, heißt vielleicht wirklich so. Wahrscheinlich. Ja. Gut. Ja, bei diesen ganzen WCW-Themes, die heißen ja tatsächlich teilweise so, ne? Ja, ja. Also hier Library-Theme Nummer 738. Ja, genau. Es ist auch in der Anfangsphase, als Jimmy Hart und Jim Johnson bei der WWF zusammengearbeitet haben, da hießen die Themes auch alle JJJH. Mhm. Und dann eine Zahl dahinter, also Unterstrich oder gar nicht mal Unterstrich, sondern eine Zahl dahinter. Das wurde aber irgendwann alles überarbeitet, also diese Originalbenennung gibt es dann gar nicht mehr. Ja, ich würde sagen, Sven, wir machen das wieder wie immer. Ich habe mir hier ein bisschen Notizen gemacht aus der Zeit, jetzt sozusagen zwischen der SUSE 87, was unsere letzte Time Machine war, und dem jetzigen Rumble 88, und würde einfach ein kleines bisschen zusammenfassen, was da so passiert ist, und dann gucken wir auf unser obligatorisches, was wir immer so machen. Ja. Ja. Also, ich habe beim letzten Mal, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es falsch gesagt habe oder ob ich es doch gar nicht falsch gesagt habe. Sven, da musst du mir helfen oder vielleicht am ehesten auch ihr da draußen, wenn Sven jetzt auch nicht genau weiß. Habe ich letztes Mal gesagt, dass Hexer Jim Duggan in der Zeit König wurde? Ich glaube ja. Wir haben darüber gesprochen, dass wer die Krone von wem bekommt und so. Und ich glaube, ich habe das in diese Zeit hier gepackt, ne? Das kann sein, aber nagel mich nicht drauf fest. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, mir war nur irgendwie, dann als ich das, weil ich, in der Folgezeit ist ja dann das King for a Day Match entstanden und dementsprechend habe ich das, wenn ich das da falsch gesagt habe, dann möchte ich das an der Stelle korrigieren, denn Hexer Jim Duggan wird erst im Laufe des Jahres 88 König und hat in der Fehde mit Harley Race tatsächlich nur den King for a Day gewonnen. Also so eine Mini-Ehrung, dass er dann für, ich glaube, 2 Auftritte ist es dann am Ende genau gewesen, diese Robe hatte, aber das war eben im Laufe der Fehde mit Harley Race und noch nicht King Duggan. Denn King Duggan wird tatsächlich erst gegen Haku.
Also wenn ich das letzte Mal falsch gesagt habe, dann bitte entschuldigt, dann haben wir es an der Stelle richtig gestellt. Ja. Ist mir irgendwie beim Gucken wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, hast du es doch gemixt? Hast doch, ich habe mich so geändert, du hast irgendwie sowas erzählt, aber ich glaube, ich habe es dann in der reinen Chronologie durcheinander gewürfelt und dadurch einen Fehler gemacht. Deswegen an der Stelle, glaube ich, die Korrektur. Wenn ich nichts letztes Mal in der Richtung gesagt habe, dann ist es auch egal, dann haben wir es trotzdem jetzt richtig gesagt. Ja. Doppelt gemoppelt hält besser. Bitte? Doppelt gemoppelt hält besser. Absolut, ja. Gemoppelt kann ich auch ganz gut. Das Dream Team gegeneinander habe ich letztes Mal schon erwähnt, dass das ja von Greg Valentine und Brutus Beefcake dann aus dem Team sozusagen zur Fehde wurde. Die zieht sich auch hier noch durch und auch noch weiter. Ist jetzt im Januar 88 dabei angekommen, dass sowohl Greg Valentine als auch Jimmy Hart dazu appellieren, Ben the Barber, der dann einfach losgeht und Leuten die Haare schneidet und das einfach nicht wirklich ja, denen gefällt sozusagen. Publikum ist aber total auf Brutus Beefcakes Seite, weil die sagen, das sieht doch schön aus, der hat doch Talent, von dem würde ich mir auch die Haare schneiden lassen. Und das ist so eine Phase, wo sehr viele Kommentare von Fans eingespielt wurden, ob es jetzt auf das Andre gegen Hogan Ding ist, ob es hier in dem Fall von Valentine und Beefcake ist, oder auch bei Rick Rude, dem dann irgendwelche Mädels dann hinterher in kleinen Segmenten irgendwas hinterherrufen. Oder sogar, wo war denn das andere noch? Waren auf jeden Fall in mehreren Storylines, dass das da mit aufgegriffen wurde. Ach genau, bei DiBiase, als es darum ging, ob Hogan sich vielleicht DiBiase angeschlossen hätte, wurde auch dann von Fans sowas gemacht. Und Matilda, als die entführt wurde, was ich auch gleich noch erwähnen werde, wurde auch von Fans eingespielt. Also, ja, wurden einfach random Fans im Hallway gefragt, was haltet ihr von da und davon? Und das wurde dann in den Sendungen ausgestrahlt. Eigentlich ganz Frage niedlich. An der Stelle, wie fändest du sowas heutzutage, wenn man sowas heutzutage ist halt machen würde? Das Problem, früher war das alles irgendwie anders. Ich glaube, heutzutage hättest du da irgendwelche Smartmarks, die sowieso irgendwelchen Müll reden würden, was sie sowieso nicht komplett verstehen. Und damals war das für die Leute alles viel echter und näher dran und deswegen viel authentischer, als es heute wäre. Ja, man kann ja gut zusammenschneiden, was man aussendet, sage ich mal. Ne? Ja. Earlier today und so, ne? Haben wir Fans befragt. Hier ist das, was sie sagten. Du kannst natürlich das mit Kindern noch immer machen, ne? Also es gibt natürlich auch ein paar Erwachsene, die das wahrscheinlich dann auch hinbekommen würden, die dann einfach erkennen, okay, sie müssen hier gerade das Produkt unterstützen. Bei sowas geht es ja auch letztendlich darum. Aber ich glaube schon, dass da sehr viele Leute bei sind, die dann ja das Wrestling nicht so unterstützen, wie sie es dann in der Rolle des Fans machen sollten, dürften, wie auch immer. Da müsste sehr viel geschnibbelt werden, glaube ich, im Gegensatz zu früher. Aber I don't know. Also ich fände es nicht so schlecht, auch wenn vieles wahrscheinlich cringe wäre. Was früher irgendwie ja auch cringe ist, aber irgendwie so ein bisschen bezaubernd, bezuckernd irgendwie ist, weil es ja ganz niedlich gemacht ist. Also ja, ich glaube, das ist etwas, was damals passt und heute nicht mehr. Gut. Dann habe ich eben schon gesagt, Ted DiBiase will den World Title kaufen. Er kündigt an, Everybody's Got a Price. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen mit den verschiedenen Elementen, wo er Leuten Geld verspricht. Die müssen irgendwelche Aufgaben für ihn machen. Da haben wir bei der Survivor Series drüber gesprochen. Jetzt ist er halt entsprechend angekommen inzwischen im Roster. Wrestelt auch regelmäßig. Ist auch Backstage eher angekommen, als das noch ursprünglich der Fall war. Und er kündigt an, dass er den World Title kaufen will. Er hat sich mit Hulk Hogan geeinigt. Dann hält sich Hulk Hogan irgendwie anderthalb Wochen oder so zurück. Und dann gibt es eben die Antwort-Promo von Hogan, dass er es nicht machen würde. Das war aber irgendwie mega witzig, weil er redet so darüber, ja, mit diesem Geld könnte ich meiner Familie ein tolles Leben widmen. Mit diesem Geld könnte ich all den Minderbemittelten oder Unterprivilegierten oder nicht so glücklichen Hulkamaniacs könnte ich helfen. Ich könnte ihnen ein tolles Leben. Ich könnte sie von der Straße holen. Ja, und sagt er alles so. Und dann, hell no. Ich dachte mir so, ja, und was ist mit den Unterprivilegierten und den armen Kindern, denen du helfen wolltest, die lässt du alle im Stich, Hulkster. Da hat er eine Marktforschung gemacht, hat er auf die Hautfarbe geguckt und festgestellt, hell no. Das fand ich mega schräg. Weil, weißt du, er redet vorher, ja, so ein tolles Leben für alle meine Fans und wir hätten nie wieder Sorgen. Ja, es wäre vielleicht schmutziges Geld von DiBiase, aber Geld ist Geld. Weißt du, so, ich dachte mir so, ja, hast du recht. Und dann Gegenteil, sagt er dann. Aber gut, so ist das eben. Bam Bigelow gewinnt zwei Battle Royals, eine normale Battle Royal, eine Bankhaus Battle Royal. Kommen wir nachher auch nochmal zu, wenn wir über den Rumble 88 sprechen.
Die 37. Slammy Awards fanden statt. So, Sven, das Ding ist großartig. Es ist ein eigener, Podcast wert fast. Herrlich. Also, geht eine gute Stunde und habe ich, keine Ahnung, bestimmt 15 Jahre nicht mehr gesehen oder so. Ich weiß es nicht. Lange. Ja, ich könnte so hinkommen, dass 15 Jahre ungefähr sind. Aber es ist so wie eine heutige Oscar-Show mit Red Carpet Arrivals, was ja auch bei der Hall of Fame inzwischen gemacht wird, dass dann die Wrestler ankommen oder so, werden sie interviewt, werden alle gezeigt, wie sie ankommen. George the Animal Steel kommt auf einem Fahrrad. Ja, also mega witzige, sehr viel Liebe zum Detail und Schmunzelei dort mit bei, wie die ganzen Wrestler dort ankommen. Die Awardshow selbst, habe ich mir ein bisschen was notiert, was ich wirklich unheimlich witzig fand oder auch cringig, aber trotzdem ist das 87er Slammy-Ding definitiv euren Blick wert, weil das einfach ja, dafür steht, wie das in der Phase eben war. Da war gut gegen böse, da sind Kleinigkeiten, wenn irgendwie ein Guter was gewinnt und der geht an Demolition vorbei, dann machen die beiden irgendwie so Daumen runter und ah, geh weg und so, weißt du, so Kleinigkeiten. Ich finde das mega witzig, das hat richtig Spaß gemacht. Also, natürlich auch wieder zum Teil sehr dumm, also was so bestimmte Witze oder sowas betrifft, denn die Slammy Awards wurden vergeben von der Academy of Sports and Sciences, ja, Abkürzung S. Ja. Ja. Der Chef der WWF ASS ist Jack Tunney, also ist er ja ein Jackass. Natürlich. Achso, denkst du dir, ja, really? Aber gut, haben sie gemacht und ist so. Ja, komm, das ist doch Vinces Humor. Das ja, klar ist das Vinces Humor. Aber es passt halt eigentlich gar nicht. Jackass! Ja, aber der ist ja der Chef von AS, er müsste also S-Jack heißen. Also ASS Jack Tunney. Und nicht Jackass. Egal. Wenn du den ansprichst, ist er dann Mr. Ass. Das ist richtig. I love it. Ja, man muss es keep that in mind. Die Förmlichkeit wahren. Ja. Über die ganze Sendung hinweg von den Slammys 87 gibt es einen Brawl von Harley Race und Hacksaw Jim Duggan, die entsprechend ihre Feder haben. Duggan vergibt den Award für den bestgekleidetsten Wrestler oder Wrestlerin. Und das gewinnt natürlich dann King Harley Race. Und daraufhin gibt es einen Brawl, der sich über die ganze Sendung hinwegzieht. Also mehr wie die ganze Sendung. Und da tauchen diverse Tiere auf. Von einem Esel über einen Huhn, über einen Lama. Und beim Catering wird sogar mit einem riesigen Fisch gehauen. Also, es ist so schräg, wie es klingt, ja, und das Ganze wird kommentiert von Gorilla Monsoon, der mit einem Kabelmikrofon hinterherläuft und das Ganze kommentiert. Könnte doch kaum besser sein. Es ist so schräg, dass es mega lustig ist, ja, und vor allem als das Lama, also sie kämpfen irgendwie hinter so einem Käfig, ja, also so eine, wie so die alten Cage-Matches, ne, die dann oben, bisschen wie auch immer, also Cage-Match-Begrenzung, dahinter kämpfen die. Und dann steht halt Gorilla Monsoon neben Bobby Heenan, die außerhalb dieses Käfigs sind. Und das Lama läuft halt von links nach rechts durchs Bild. Und Gorilla guckt so, Lama, of course. Das ist so schräg. Aber gut, es ist egal. Aber alleine dafür ist es echt lohnenswert. Und wie gesagt, ich habe mir so gedacht, eigentlich könnte man das so als Mini-Time Machine mal irgendwo reinbringen. Aber ich fasse das Ding jetzt eh komplett zusammen. Das heißt, ein möglicher eigener Podcast ist eh hinfällig. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das Ding mal zu gucken, macht das ruhig. Es gab diverse Auftritte von dem Album. Es ist ja die zweite offizielle Slammy Award Austragung nach 87, auch wenn es hier die 37. im Bild war, weil man da gegen die Oscar-Verleihung so ein bisschen shooten wollte. Bei der 87er Slammy Award Verleihung ging es ja darum, Piledriver 1 zu vermarkten und bei der zweiten Slammy Award Verleihung ging es entsprechend Piledriver 2, das Album zu vermarkten. Und genau deswegen gab es auch diverse Musikauftritte vom Honky Tonk Man, der entsprechend sein Entrance Theme singt mit Jesse Ventura am Klavier und einer tanzenden Heart Foundation. Ja, mega witzig. Stand Back von Vince McMahon mit Hogan an der Gitarre, George the Animal Steel am Tambourin, den Killer Bees und Junkyard dort am Saxophon. Das Wort heißt Saxophon. Jack Roberts, Brutus Beefcake und der Macho Man Randy Savage an der Trompete. Ja. Klingt alles völlig bekloppt, ist es wahrscheinlich auch, aber glaubt mir, das hat echt Spaß gemacht. Coco Beware, der Piledriver singt.
der auch das in der Zeit als Entrance-Theme hatte, mit Bam Bam am Saxophon und dem Ultimate Warrior Hillbilly Jim und Don the Rock Morocco als Extras, die mehrwiegend am Hintergrund einfach hin und her laufen, einmal quer durchs Bild. Das ist auch völlig dumm. Der Warrior läuft irgendwie so durchs Bild und in so einem komischen Arbeiter-Outfit und läuft irgendwie einer Frau, die recht hübsch ist, irgendwie so hinterher. Ey, so, warte, ich mag dich. So, weißt du? So, völlig bekloppt. Jimmy Hart, der Girls in Cars singt, was ja das Team der Strike Force war und dementsprechend kommt natürlich auch Strike Force raus, weil, ne, Girls in Cars, die Mädels fahren auf Rollstühlen, Rollstühlen, wie heißen die denn? Rollschuhe. Rollschuhe, dankeschön, so heißen die, ja. Auf Rollschuhen von links nach rechts durchs Bild und haben irgendwie so Pappautos um den Körper gebunden, weil Girls in Cars, ja. Und dann taucht Strikeforce auf und sitzt natürlich auf zwei Motorrädern. Ist ja klar. Ja. Auch das irgendwie mega schräg. Und dann singen alle Superstars, sowohl die Heels auf der rechten Seite als auch die Faces auf der linken Seite, singen dann If They Only Knew. Ja, oder If You Only Knew, ist ja egal. Aber auch ein weiteres Jimmy Hart Lied. Großartig, hat richtig Spaß gemacht. Dazu gibt es noch diverse Awards, die ich jetzt nicht auflisten werde. Könnt ihr sehr gerne auf Wiki nachgucken, was da die Awards in 87 waren. Sehr gimmicklastig natürlich. Ja, eine Erwähnung vielleicht, dass das beste Tier im Jahr 88 war weder Frankie, der Papagei, noch Jake, the Snake Roberts, noch Matilda, die Bulldogge, sondern natürlich George, der Animal Steel. Logan. Ganz klar. Heutzutage wäre es der Big Dog. Sehr gut. Ja, obwohl da vielleicht der Junkyard Dog mitgemacht hätte. Das weiß man nicht. Ja. So, dann haben wir, also das war, wie gesagt, alles zu den Slammy Awards. Guckt euch das gerne auf Wiki an. Werdet ihr, glaube ich, Spaß haben. Alleine vom Lesen her werdet ihr da schon irgendwie ein bisschen schmunzeln. Bin ich mir ziemlich sicher. Die Islanders entführen die Bulldogge Matilda. Es gab ein Match zwischen den Bulldogs, also British Bulldogs und den Islanders. Und während des Matches ziehen Haku und Tama davon und nehmen Matilda mit. Daraufhin entsteht eine Mini-Story zwischen den Bulldogs und den Islanders, die leider nicht beim Royal Rumble konkludiert, obwohl es eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Aber daraufhin werden die Islanders suspendiert. Wenn Matilda nicht wieder auftaucht, Matilda taucht wieder auf, ist unterernährt. Was habt ihr mit der gemacht? Aber die Islanders dürfen wieder und die Fehde zwischen den Bulldogs und den Islanders geht so ein bisschen noch weiter. Vince McMahon nennt Boris Zukov bei Saturday Night's Main Event einen Idioten. In einem Tour of Three Falls Match gegen Strikeforce, weil Boris Zukov also den Hot Tag kriegt und auf der anderen Seite wechselt halt gerade Strikeforce oder will Strikeforce mehr oder weniger den Hot Tag wechseln und Zukov gibt einen Double Axe Handle Blow und dadurch kriegt der Strikeforce Wrestler, ich weiß jetzt nicht, ob es Santana oder Mattel war, kenne ich nicht auf dem Radar jetzt, aber auf jeden Fall kriegt er den fehlenden Schwung, um den Tag zu schaffen und das, was sagt Vince McMahon? Boris Zukov, you idiot! Ja? Und naja, gut. Dieser Big Head Mode, den haben wir ja dann schon letztes Mal, glaube ich, erwähnt, dass er dafür sehr viel Häme Backstage bekommen hat, weil er wohl auch tatsächlich sehr abgehoben sein soll. Und deswegen dieses Big Head nicht nur das tatsächlich optische ist, sondern auch tatsächlich soll er Backstage sehr abgehoben gewesen sein. Deswegen auch wohl, dann sagen viele zu Recht, diese Schmach, die er dann über sich ertragen hat, laben müssen. Ja. So, dann habe ich zwei Aktionen. Also beim einen wusste ich es, Don Morocco mit dem abgewandelten Tombstone, den wir dann vom Taker kennen, ja, den Reverse Piledriver, hier schon als Finisher. Aber Sven, ich habe völlig vergessen, dass Outlaw Ron Bass den Pedigree genutzt hat. Habe ich nicht mehr auf dem Radar gehabt. Habe ich jetzt durch die Matches halt gesehen. Das hätte ich jetzt auch nicht auf dem Radar gehabt. Also wie gesagt, Morocco wusste ich, habe ich wahrscheinlich auch einfach, weil ich Morocco eine Zeit lang echt gerne mochte, hatte ich das auf dem Radar. Aber Ron Bass nutzt eine Pedigree-Variante. Nicht ganz so mit dem Underhook, aber eben den tatsächlichen Move als solches ist klar erkennbar. Gut, es ist aber auch so, dass ich Ron Bass jetzt sowieso nicht so auf dem Radar habe, muss ich zugeben. Okay. Don Morocco tatsächlich ein bisschen mehr, weil er einfach auch körperlich eine Erscheinung ist. Ja. The Rock. Aber also die beiden mochte ich in der Phase ganz gerne. Die haben richtig gute Interviews gegeben. Also es liegt mehr oder weniger sogar einzig und allein an den beiden, dass das Royal Rumble
Konzept ganz gut erklärt wurde in den Sendungen. Die anderen haben es nicht so hinbekommen, Mean Gene hat es nicht hinbekommen, die Killer Bees haben es nicht hinbekommen, aber Morocco und Ron Bass haben es hinbekommen. Erklären relativ klar und deutlich, wie das Match funktioniert, erwähnen aus der jeweils Heel- oder Face-Sicht, auf was man achten müsste, und haben das Match eigentlich sozusagen in den Build-Ups wunderbar erklärt. Mhm. Auch rückwirkend immer noch. Ja. Muss man halt auch mal hervorheben. Und dann, ja, wie gesagt, Interviews. Ja, ich habe mir jetzt ein paar Kleinigkeiten so aus Interviews rausgesucht, weil das ist eigentlich das Highlight. Wenn man gute Matches gucken will von Superstar gegen Superstar, guckt man halt Primetime Wrestling. Ja? Das wird moderiert in der Regel von Bobby Heenan und Gorilla Monsoon, die im Studio sitzen und die Matches dann zum Teil von House-Shows oder auch von Superstars und Challenge dort nochmal zusammengefasst werden. Während Primetime eher nicht so relevant auf aktuelle Stories ist, sondern mehr so ein Showcase, was kann die WWF eigentlich, sind Superstars und Superstars of Wrestling und Challenge mehr so ein bisschen story-orientierter, wo sehr viel auch zum aktuellen Geschehen sozusagen beigetragen wird. Und was eben auch dabei der Fall ist, während Superstars und Challenge eher Jobber-Matches haben, gibt es dort diese Segmente, diese vor der Leinwand, dass einfach Wrestler XY eine kleine Promo hält und das eben diesen Charme der 80er und 90er auch immer noch ausgemacht hat, was wir, glaube ich, auch häufig sehr gut finden. Diese kleinen Interviews, wo einfach zum Teil dummes Zeug geredet wird, aber das ist mega authentisch und macht echt Spaß. Rick Root kriegt ein Titelmatch gegen Hulk Hogan, ist der erste Contender in 1988 gewesen auf den Titel von Hulk Hogan. Und in einem der Build-Ups zu diesem Match, was, glaube ich, im Boston Garden stattfand, weiß ich aber jetzt nicht ganz genau, sagt Rick Root zu Mean Gene Okerlund, "The ladies call me a gift." Und Gene sagt, "I wouldn't call you that." Und wie aus der Pistole geschossen, sagt Rick Root, "Ha, because you're no girl." Ja, das fand ich mega witzig und einfach so. Und dann der Blick von Gene, der eigentlich, glaube ich, lachen wollte, aber gemerkt hat, er darf nicht. Und das so in den Bart so brubbelt. Mega witzig. Bam Bam Bigelow, habe ich vorher schon mal erwähnt, gewinnt einen Bankhaus-Brawl. Ja, der hat eine normale Battle Royale gewonnen und einen Bankhaus-Brawl. Und in dem Build-Up zu dem Januar 88 Bankhaus-Brawl sagt er, und von der Phonetik exakt genauso, "It's gonna be awesome." Ich fand's großartig. Ja. Das war so richtig so, huch, cool. Das ist so, ah, Mist, guck mal. Ja, oh, ist er gar nicht. Weißt du? Sehr schön. Hat mich irgendwie gefreut. Dann haben wir, Sven, ich hatte dir ja geschrieben im WhatsApp, dass ich inzwischen bei der Ausgabe vom 10. Januar bin und dass bisher der Royal Rumble noch mal gar nicht erwähnt wurde. Also in gut, sagen wir mal, 2 Monaten. Ja, also ich habe ja nur Ende November, Dezember und dann den Januar seit dem Survivor Series Podcast geguckt. Und tatsächlich wurde das erste Mal der Royal Rumble in der Ausgabe vom 10. Januar erwähnt. Das ist eine Challenge-Ausgabe. Und dort hat Mean Gene Okerlund die Killer Bees zu Gast. Und dort heißt das Match noch Rumble Royale und hat als Regel übers oberste Seil rauswerfen, Pin und Submission, man wird eliminiert. So. 10. Januar, Rumble Royale und, wie gesagt, anderes Regelwerk. Und dann sagt einer von den Killerbees, "I don't know what this Rumble Royale is." Aber wir sind Pros, wir kämpfen für jedes, wir trainieren für jedes Match, wir werden das schon irgendwie wuppen, so vom Prinzip her, ja, auch mega cool. Dann, wie gesagt, was ich vorher schon erwähnt habe, dass Don Morocco und Outlaw Ron Bass das Ding sehr gut erklären und dann erst eine Woche vor dem, sogar in der Woche erst, also die Ausgaben vom 23. und 24. Januar, erst da heißt der Royal Rumble, Royal Rumble. Also, ja, ist ein bisschen schräg, aber so be it. Ich wollte noch recherchieren, das Match ursprünglich anders heißen sollte und andere Regeln hätte haben sollen. Habe ich nichts zu gefunden. Wenn ihr da draußen irgendwas habt, Sven, vielleicht hast du sogar was, dann sehr gerne raus damit. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht war es einfach nur ein Fauxpas von Mean Gene. Vielleicht hieß das Match ursprünglich wirklich Rumble Royale. Vielleicht hatte es wirklich ein anderes Regelwerk. I don't know. Habe ich nichts zu gefunden. Da habe ich auch nichts, aber ich habe in der Recherche so nebenbei erfahren, dass WrestleMania eigentlich gar nicht WrestleMania heißen sollte. Okay. Ja, weil Vince hatte damals so die Idee,
das es muss ja irgendwie phonetisch ähnlich sein. Ja, im Royal Rumble, die tolle Alliteration oder sowas, ne? Ja. Wrestle Tussle. Okay. Habe ich schon mal gehört. Das habe ich schon mal gehört. Blick mal hier so. Welcome to Wrestle Tussle. Im Jahr 2020, das, ey. Ja, das klingt heute schräg, aber stell dir vor, wir würden 36 Mal das gehört haben, das wäre völlig normal für uns. Ja, aber es klingt trotzdem schräg. Ja, na klar, weil wir es anders gewöhnt sind. Ja. Genauso klingt ja auch Rumble Royale schräg, wo du denkst, ey, du hast nicht aufgepasst, das heißt anders, das Ding. Ja, aber es ist ja der erste und dementsprechend hätte es auch anders heißen können. Ja? Also ist mal so ein bisschen schwierig, das rückwirkend dann zu bewerten, wenn wir den Namen WrestleMania oder auch Royal Rumble so in der Reihenfolge oder auch von der, vom Namen her nie gehört hätten, dass ein anderes gegeben hätte, haben können ist. Aber das Battle Royale Match hieß ja vorher schon Battle Royale. Ja. Ja, insofern ist es ja naheliegend, dass du da eben, wie gesagt, eben so eine Alliteration bastelst und dann ist halt Rumble so ein schönes martialisches Wort, ja, wenn du da so viele Leute im Ring hast. Dann passt das schon, ja. Dann nimmst du halt aus Battle Royale, Rumble Royale. Also so verkehrt ist es gar nicht von der Denkweise. Absolut. Ja. Macht ja auch, also das ist ja ein Pat Patterson-Ding, ne? Das ist ja, der macht sich ja über sowas auch wirklich Gedanken. Also, und Vince hat ursprünglich gehasst, die Idee. Bitte? Vince hat die Idee ja ursprünglich gehasst. Hat sich ja, habe ich gelesen. Und dann ist irgendwie der Dick Ebersole von NBC, dem man im Build-Up zu Main Event wohl auch dieses Konzept des Royal Rumbles vorgestellt hat und der davon völlig begeistert war und deswegen das USA Network die Show bekommen hat. Richtig. Und der Hintergrund war der, dass Vince gesagt hat, du kannst doch da nicht so und so viele Leute in ein Match reinpacken, dann dauert es ja ewig. Wer guckt denn bitte ein 60-Minuten-Match? Ja. Und da hat Pat Patterson zusammen mit Dick Ebersole ihn dann überzeugen. Es meint so, Vince, es ist nicht ein Match, das 60 Minuten dauert, sondern es ist ein Match, das alle 2 Minuten neu gestartet wird. Genau. Mit jedem neuen Contender, der reinkommt. Und dann ist dem guten Mann ein Lichtlein aufgegangen und er hat's gefressen. Genau. Wobei der erste Rumble hat ja auch schon 87 stattgefunden, der erste Testlauf. Ja, der hatte 14 Teilnehmer. 12. 12 sogar, okay. One-Man-Gang hat gewonnen. Mhm. Aber Publikum war nicht wirklich drin und es sind auch wohl viele Fehler passiert während des Matches. Man kann das Ding nicht mal irgendwo finden. Also das ist irgendwo in den Archiven verschwunden. Das war auch ein Riesenflop, weil das hat man dann eben bei einer Hausshow getestet und waren keine 2000 Leute in der Halle. Genau. Und das Konzept war halt unausgereift, man hat es nicht ordentlich erklärt. Wie du es eben sagst, ne? Also auch jetzt hier zum Aufbau 1988 hin hat man es ja erst relativ spät rübergebracht. Und ja, wenn du dann noch 88. Einmal. Ja, meine ich ja. Ja. Und bei diesem Testlauf 87 hat man es halt überhaupt nicht erklärt und dann ist es halt ein Furz in der Kirche, ne? Ja, war auch nicht erklärbar, weil letztendlich hat man ja nur den Ringsprecher, der dann, Oktober, 4. Oktober 87 war das, sozusagen Original Rumble Match. Und hat man ja nur den Ringsprecher sozusagen, der das erklären kann. Das wurde wohl auch nicht gut gemacht. Und dann waren die Leute im Publikum halt verwirrt, warum jetzt mal neue Leute reinkommen. Und irgendwann kam keiner mehr. Und irgendwann läutete die Glocke erneut und es hat jemand gewonnen. Es war wohl auch sehr schwer, dass irgendwie, weil viele Fehler passiert sind im Match, Abstimmungsprobleme und. Und deswegen war man ganz froh, dass man das nicht so groß beworben hat, und vielleicht auch bei einer Primetime-Ausgabe gezeigt hat, weil man es einfach gesagt hat, okay, das können wir besser. Ja, also, ja. Warum auch nicht? Ne? Gut, dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten, dann geht es aber schon eher um diese Show, nämlich, dass der Event gegen NWA Bankhaus Stampede läuft. Das durchaus deswegen wieder interessant, weil wir bei der Susi auch drüber gesprochen haben, dass man Starcade ausgebotet. Ja, und das ist eigentlich eine ziemlich geile Geschichte, weil ja die Suse als Reaktion eben auf Starcade angesetzt worden ist, beides ja gleichzeitig im Pay-Per-View lief und wir hatten ja dann in der Time Machine auch schon gesagt, dass Vince so ein kleines bisschen bei den Pay-Per-View-Anbietern Druck gemacht hat und gesagt hat, wir könnten nur eins anbieten, das oder unseres. Ja. Und im Endeffekt dann den dicken Vince auf den Tisch gelegt hat und sich durchgesetzt hat. Und letztendlich war es dann hier vor dem Rumble
die Geschichte die, dass geheißen hat, ja, das möchten wir bitte nicht nochmal haben, dass wir hier zwei Pay-Per-Views gleichzeitig laufen haben. Und der angesetzte Pay-Per-View war im NWA Bankhaus Stampede und meinte Vince, das würden wir nie machen. Wir bringen es im Fernsehen. Hm. Die Drecksau. Dadurch noch leichter erreichbar. Ja. Für Leute. Und was absolut absurd ist, ist dann gleichzeitig zum Rumble noch eine eigene Hausshow stattfand. Ja. Was erklärt, dass dann eben diverse Leute vom Kader eben nicht beim Rumble kann ich dir gerne mal die Karte durchgehen? Also auch in Kanada. Der Rumble fand in wo statt? Kanada. Hamilton, Ontario. Hamilton, Ontario. So, und wir sind in der anderen Hausshow am 24. In Halifax, Nova Scotia. Ja. Ja. Sherry gegen Rockin' Robin, Coco, also Coco Beware gegen Sika, die Rougeau Brothers, Jack und Raymond gegen Los Conquistadores, nicht Edge und Christian, sondern die anderen, X gegen Buddy Lane, Smash gegen Ken Patera, Brutus Beefcake gegen Greg Valentine und der Honky Tonk Man gegen Randy Savage. Da sind 3 Matches bei, die ich nicht verstehe, warum man die nicht beim Rumble bringt. Honky gegen Savage hat ein Build-Up, Brutus gegen Greg hat ein Build-Up, Sherry gegen Rockin' Robin hat ein Build-Up. Und alles 3 wird nicht beim Rumble gezeigt, was National Television ist. Das ist... Aber gut, es war der erste Rumble. Man wollte scheinbar auch nicht... man wusste nicht, ob das überhaupt einen zweiten geben wird und hast du nicht gesehen. Aber es wirkt schon echt schräg. Und wenn wir auch jetzt wissen, dass dann ab der 89er-Variante vom Rumble das Ding auf 30 Mann angehoben wird, wenn du jetzt guckst, dass du hier eigentlich gut 11 bis 13 Mann hast, die du durchaus hättest einsetzen können, hättest du auch in 88 schon einen 30-Mann-Rumble haben können, hättest den sogar noch mit viel Star-Power, eben dem IC-Champion, einem wahnsinnig beliebten Macho Man, einem wahnsinnig beliebten Bruce Beefcake, dem direkten Rivalen Greg Valentine, einem overen Ken Patera, einer Zukunft X und Smash von Demolition und einem immer funktionierenden Coco Beware, hättest du eine ganze Menge mehr Star-Power in den Rumble gekriegt. Absolut. Und parallel dazu war eben, wie gesagt, die NWA in McMahon Territory in Uniondale, New York. Ja. Mit dem Dark Match Jimmy Garvin und Sting gegen die Sheepherders, aka Bushwhackers, die kennen wir ja noch. Die eigentlich an dem Tag gegen den Rock'n'Roll Express antreten sollten. Aha. Aber die haben genau einen Tag vorher gekündigt oder wurden gekündigt, waren aber trotzdem Backstage. Ja. Noch schnell einen Checker holen. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann hat man Nikita Koloff gegen Bobby Eaton, Larry Zbysko gegen Barry Windham, Road Warrior Hawk gegen Ric Flair und im Main Event eine Steel Cage Bunkhouse Stampede mit Dusty Rhodes, Arn Anderson, Lex Luger, Road Warrior Animal, dem Barbarian, dem Warlord, Ivan Koloff und Grüße, Tully Blanchard. Ja, und es ist halt deswegen auch so schräg, weil die WWF, habe ich ja vorhin schon gesagt, im Januar, Anfang Januar, ich glaube 4. oder so, sowohl 87 als auch 88 jeweils auch Bankhaus Battle Royals abgehalten hat, als Hausshow-Format. Gibt es auch Ausschnitte auf YouTube, kann man sich angucken. Den 87er Bankhaus Brawl, Bankhaus Battle Royal, wie auch immer man das nennen möchte, hat Blackjack Mulligan gewonnen und den 88er Bam Bam Bigelow. Und ich gehe mal am ehesten, wenn wir nachher über den Rumble sprechen, gehe ich nochmal auf Bam Bam ein. Da gibt es nämlich durchaus ein bisschen was noch zu erzählen zum Rumble 88. Denn es ist auch nicht von ganz ungefähr, dass Bam Bam im Build-Up sowohl Ende des Jahres 87 als auch Beginn des Jahres 88 eine Battle Royal Stipulation gewonnen hat. Denn er war ursprünglich dafür geplant, hier zu gewinnen. Aber er ist weder auf der Ersatzcard, die andere, noch ist er auf der Rumble-Card selber. Gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Ansonsten, denke ich, haben wir soweit schon mal alles gut zusammengefasst. 8.2 Rating habe ich hier noch. Ganz kurz noch diese NWA-Geschichte rund machen. Ja. Show war ein Riesenflop. Ja. Ja, also 6.000 Zuschauer, ja, aber echt nicht wirklich erfolgreich, nicht wirklich qualitativ hochwertig. Und Ende des Jahres sind wir dann schon so weit, dass die NWA, also Jim Crockett Promotions, an Ted Turner verkauft. Genau. Also hat Vince im Endeffekt genau das, was er zu Survivor Series 87 gestartet hat, diesen offenen ersten Krieg ganz klar gewonnen. Und vor allem, wenn wir jetzt gucken auf die Card von Bankhaus Stampede, wie viele Wrestler im Laufe des Jahres 88 bei der WWF landen. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, Ja, aber ich meine, wir sehen dann auf der Rumble-Card auch einen relativ prominenten Namen, der auch dafür wieder zurückgeht. na gut, ist ja richtig. Aber ne, wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, dass Arn Anderson und Tully Blanchard als Brainbusters dann auftauchen werden oder auch im selben Match in der im Bankhaus Stampede dann ja auch die, also hier Barbarian und Warlord, Powers of Pain, dann auch gehen werden. Also das sind aus einem Match mehr als die Hälfte der Teilnehmer. Ja, oder die Hälfte der Teilnehmer, genau sogar, ne? Es sind 10 Teilnehmer gewesen, und es waren 4. Egal, aber es ist schon bezeichnend, sag ich mal. Ja, gut, dann habe ich, wie gesagt, hier noch aufgeschrieben, dass der Royal Rumble 88, weil es ja auf National Cable lief, dann ein 8.2 Rating erhalten hat, was bis heute hin wohl ein Rekord ist, habe ich gelesen. Kann sein. Für das USA Network? Für Sportevents jeglicher Art? Wenn das stimmt? Ja. Und dass zum Beispiel die Show, die hier ja auch hier auch während des Rumbles beworben wird, nämlich der Event da am was, 5. Februar, ne? 5. Februar, the Main genau, Event. Freitag, ne? Deswegen konnte man nicht Saturday Night's Main Event bringen. Deswegen liebe Grüße an das deutsche Wikipedia, die nämlich den Main Event auch noch in der Saturday Night's Main Event Kategorie mit drin haben, obwohl ich glaube sogar, dass im Network Main Event in der Saturday Night's Main Event Kategorie mit drin ist, also komplett falsch ist es wahrscheinlich nicht, aber es war ein Freitag und das Ding lief dann auf NBC und hat ein 15.2 Rating bekommen. Ja gut, es ist ja auch gehypt worden wie Sau, also allein eben mit Hogan gegen Andre, was man hier beim Rumble ja nochmal ganz stark aufgebaut hat. Ach, schon beeindruckend. Also das sind Werte, ne? Völlig absurd. Gut, ansonsten habe ich erstmal nichts mehr. Würde ich sagen, gucken wir auf unser normal obligatorisches für den Rumble 88. Sven, dann darfst du gerne mit den Hall of Famern und den Todesfällen seitdem beginnen. Ja, mache ich doch glatt. Hall of Famer haben wir die Stimme des Wrestlings überhaupt. Jesse the Body Ventura, Mean Gene Okerlund, Howard Finkel, Earl Hebner, Rick Rude, Ricky Steamboat, Andre the Giant und Hulk Hogan, Ted DiBiase, Bret the Hitman Hart, genauso wie sein Tag-Team-Partner Jim Neidhart, Kito Santana, Jake Roberts, Harley Race, Jim Duggan, Hillbilly Jim, sehr viele Jims hier, was geht da los, der Ultimate Warrior und der Junkyard Dog. Das sind fast alle. Krass. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, deswegen ist mir auch bei der letzten Time Machine so ein kleiner Lapsus unterlaufen, dass ich gerade jetzt bei den ganz alten Shows eigentlich mir das komplette Teilnehmerfeld an Leuten, die auf der Karte sind, in meine beiden Spalten hier reinkopiere, Hall of Famer und Tod, und dann einfach rauslösche, wer eben nicht da reingehört. Und deswegen ist mir da beim letzten Mal auch so ein kleiner Fehler unterlaufen. Weil es ist, glaube ich, einfacher, dort dann eben so vorzugehen, als wenn ich da die ganzen Namen nacheinander wieder reinschreibe. Ja, die Todesfälle. Die Liste ist tatsächlich kürzer als die Hall of Famer-Liste. Das ist erfreulich. Mean Gene ist, glaube ich, der aktuellste, ne? Müsste stimmen, ja. Ja. Dann Präsident Jack Tunney, Referee Joey Marella, Rick Rude, Dino Bravo, Frenchie Martin, der Manager von Dino Bravo, Andre, Jim Neidhart ist, glaube ich, sogar noch frischer, oder? Nee. Nein, Harley Race ist der frischeste. Der kommt jetzt als nächstes. Stimmt. Ja, Harley Race. Ja. Nikolai Volkov, Outlaw Ron Bass, der Ultimate Warrior und der Junkyard Dog. Ja, krass. Geht eigentlich, ne? Jetzt guckt, dass das ja auch wieder ganze Ecke her ist. Da haben wir schon schlimmer gehabt. Also, ja. Was ich gerade noch, aber nee, da reden wir nachher über die, wenn wir bei den Matches sind. Ich habe eben noch wieder ein bisschen was vergessen, weil wir haben ja jetzt gesagt, dass 2 Cards am selben Tag stattfinden und trotzdem sind genug Wrestler, die Teil des Rosters sind, die auf weder entweder noch oder vertreten sind. Mhm. Ja, aber zumindest bei einem Tag-Team weiß ich ungefähr, warum, wieso, weshalb, weil ich mich da an das Dynamite Kid Interview erinnere. Aber da kommen wir nachher nochmal. Wenn wir dann über den, ja, tatsächlichen Main Event der Show sprechen, kommen wir dann nochmal drauf. Gut, dann haben wir auch die Champions vom Tag des Royal Rumble 88, was der 24. Januar 1988 war. Und ich
Jetzt bist du gerade weg. Matze? Ja. Schön. Ich habe dich jetzt gerade nicht gehört. Das habe ich mir gedacht, weil ich erstmal wieder mein Internet, wa? Ja, vermutlich. Obwohl ich inzwischen glaube, es ist nicht mein Internet, es ist mein PC. Denn der Zweitrechner ist ja auch gleichzeitig im Internet und der hat keine Aussetzer. Zum gleichen Zeitpunkt. Das muss an meinem PC liegen. Der einfach zwischendurch irgendwas wegblockt. Egal. Champions zum Datum 24.01.1988. Ich habe eben schon gesagt, was ihr gehört habt davon, dass das leicht für mich wäre, wenn ich jetzt einfach sage, es haben keine Titelwechsel stattgefunden seit dem letzten Mal, als ich das gemacht habe, nämlich seit der Survivor Series 87. Das wäre aber zu leicht, deswegen gehe ich das ganz kurz durch, sage euch aber nicht mehr, von wem der Gürtel kam, sondern mach's ganz einfach seit Dings Champion und ist der und der. Dementsprechend haben wir bei den Women's Tag Team Champions die Glamour Girls, Leilani Kai und Judy Martin als Tag Team Champions. Wir haben, also das ist immer noch ohne Datum, weil sie irgendwann im August 85 die Gürtel bekommen haben. Deswegen ist da keine genaue Zahl oder keine genaue Tageszahl angebbar. In Ägypten. Ja, genau. WWF Women's Champion ist Sensational Sherry seit 184 Tagen, die eine ganze Zeit lang jetzt schon Double Duty fährt, nämlich sowohl als Sensational Sherry als auch als Peggy Sue, als Freundin vom Honky Tonk Man. Ja. IC-Champion ist der Honky Tonk Man, haha, was für eine Überleitung, 236 Tage. Die Tag Team Champions sind Strikeforce, Rick Martel und Tito Santana seit 89 Tagen und der Heavyweight Champion ist immer noch Hulk Hogan seit inzwischen 1462 Tagen, seit Januar 84. Und ja, jetzt würde ich sagen, können wir eigentlich in den eigentlichen Event gucken. Hast du noch irgendwas zum Drumherum? Eigentlich nicht. Ich will nur noch mal pro forma festhalten, Rio de Janeiro liegt auch in Ägypten. Ist das so? Ja, also wenn du dir ja den Intercontinental-Titelgewinn anschaust von Pat Patterson und Tag-Team-Titelgewinn der Glamour Girls. Ja. Da das ja alles nirgendwo dokumentiert ist per Videoaufnahme, gehe ich davon aus, dass es Rio de Janeiro, Ägypten ist. Ja. Okay. Lass ich dich in dem Glauben, okay? Check. Ja, ich habe eh keine Ahnung von Geografie und würde jetzt nur weitere Fehler reinmachen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Rumble 88, der tatsächlich offiziell erste, haben wir jetzt so schon drüber gesprochen, Oktober 87 gab es einen Royal Rumble, der von One Man Gang gewonnen wurde, da der aber nie irgendwo, ja, ich glaube, der wurde nicht mal getaped. Ja, also das, vielleicht doch, weil eigentlich wird alles immer getaped, aber es wurde nie veröffentlicht, whatever. Dementsprechend gehen wir davon aus, das hier ist der erste. Und im Gegensatz zu allen Folge-Rumbles, nämlich ab 89, war das hier kein Pay-Per-View, sondern ein TV-Special. Und trotzdem ist der Event im Network unter Pay-Per-Views im Royal Rumble eingetragen, was aber auch Sinn macht, weil es denselben Namen hat. Und du merkst auch, dass ein TV-Special ist und kein Pay-Per-View, weil die ganze Card so strukturiert ist und die Matches so strukturiert sind, dass du Werbepausen einbauen kannst. Genau. Zum Beispiel, indem man Two out of Three Matches ansetzt. Ja, so ein Stilmittel, was man auch gern 2019 ausgiebig benutzt hat. Aber zum Glück nicht lange. Ja, das hat aber ordentlich Häme bekommen hier bei uns. Ja, zu Recht. Ja. War völlig bekloppt. Ja. Aber ist eben so ein Stilmittel für TV-Shows, ne? Mhm. Wenn man dann nicht will, dass die Matches unterbrochen werden, wenn die Werbung gemacht wird, was ja über Jahre hinweg ganz normal war beim Wrestling, dann musst du eben eine Stipulation finden, um dem Zuschauer zu suggerieren, hey, du verpasst nichts, selbst wenn du in der Werbung bist. Und dann musst du auf die Force her. Ja. Oder generell solche Art von Stipulation. Deswegen packen wir auch gleich zwei von diesen Matches auf die Card hier. Natürlich. Und es ist natürlich auch super geil, wenn du jetzt hier dieses große Royal Rumble First Ever Special Match hast, dass es dann nicht der Main Event ist, logischerweise. Aber das ist aber auch klar, ja, weil sie nicht gewusst haben, wie lange dauert die ganze Chose denn. Und lieber zeigst du das, was du zeigen willst, als dass dir irgendwas abgeschnitten wird von dem, was du zeigen möchtest. Ja, und zum einen das und zum anderen war das völlig normal in der Zeit, dass das Hauptmatch der Card in den TV-Übertragungen nicht das tatsächlich letzte Match ist. Ja, weil es eben sein kann, dass die TV-Übertragung abgeschnitten wird. Bitte? Weil es ihm sein könnte, dass die Sendezeit nicht ausreicht und dass du deswegen dann cutten müsstest. Auch. Aber zusätzlich noch,
dass Vince es mochte, über das, was bis hierhin passiert ist, nochmal zu reden. Und wenn du das im Main Event machst, nämlich im wichtigen Match der Card, nimmst du dem Main Event Momentum. Wenn du das in einem weniger wichtigen Match machst, was bis hierhin passiert ist, ist das nochmal gut zusammenfassbar und dementsprechend zwei Gründe. Ja, also das ist halt, ja. Und es war, wie gesagt, völlig normal. Ja, also, Saturday Night's Main Event war das so. Beim Main Event weiß ich gar nicht ganz genau. Da war es, glaube ich, nicht, ne? Da war, glaube ich, wirklich Hogan gegen Andre das Letzte. Ich glaube nicht. War es nicht Honky Tonk und der Macho Man? Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe die Karte nicht offen, weil ich jetzt tatsächlich dachte, wir reden bloß so bedingt über den Main Event, weil den gucke ich jetzt erst noch. Ja, ich glaube, da reden wir auch mehr drüber, wenn wir Mania sprechen. Über Mania sprechen, ja, weil es relevanter ist. Aber wie gesagt, deswegen ist das für uns heutzutage komisch, dass das möglichst oder das offensichtlich wichtigste Match der Card nicht das letzte ist, der tatsächliche Main Event. Aber das ist eben darauf zurückzuführen, so wie Sven sagt, eben, dass man damit außen vor gehen möchte, dass man am Ende keine Zeit mehr hat. Und zum anderen, weil Vince es eben ganz gerne mochte, noch einen gewissen Payoff innerhalb der Show zu generieren, nochmal ein Interview mit einem der Beteiligten oder sogar mit beiden Beteiligten aus dem jeweils wichtigen Match oder wenn es auch mehr sind, whatever. Und dass man alles nochmal schön zusammenfassen kann. Wenn man das eine zusammenfassende, nämlich im Main Event gesagt hätte, dann hätte man das Match nicht so in dem Sinne kommentieren können und damit das Alleinstellungsmerkmal des letzten Matches wäre weniger wichtig gewesen und deswegen hat das Ganze hier zwei Gründe. Ja. Das ändert sich aber im Laufe der Zeit, wie wir ja inzwischen wissen. Ja. Gut, dann die eigentliche Card vom Royal Rumble 88. Gab es Dark Matches? Ich habe gar keine. Ich habe auch keine. Krass. Krass, bestimmt. Gab es bestimmt, aber... Aber die Frage ist, wem? Die anderen sind ja alle unterwegs. Eben. Okay, vielleicht gab es keine. Egal. Wir fangen an mit Ricky Steamboat gegen Rick Rude im Opener und leider ohne Build-Up, weil beide Wrestler eigentlich in anderen Story stecken, nämlich Rick Rude schon in einer Story mit dem Ultimate Warrior, während Ricky Steamboat noch mehr oder weniger seinem verlorenen IC-Titel hinterher weint, haben wir ja beim letzten Mal erklärt, der hat diese Pause angekündigt, ist der Honky-Tonk-Man mehr oder weniger da, obwohl der Gürtel eigentlich zu Butch Reed sollte und dem weint aber noch so ein bisschen hinterher. Deswegen eigentlich hier ein Match out of nowhere, Steamboat gegen Root, aber mit zwei großartigen Workern, die ihrer jeweiligen Gesinnung klar gegenüberstehen. Steamboat klarer Face, Root klarer Heel. Das funktioniert. Ah, apropos Root. Root hat übrigens bei den Slammy Awards gestrippt und zwar bis auf Pipi-Alarm runter. Polaralarm! Genau. er kam irgendwie schon mit barfuß auf die Bühne, wo ich gedacht habe, was soll das denn? Und dann fängt er an, sich auszuziehen. Habe ich völlig vergessen. Ja, wirklich, bis komplett runter. Und dann ist halt Mean Gene mit dem Handtuch da, der das dann irgendwie rettet. Naja, Steamboat gegen Roots, wenn was hast du? Ja, also wenn du Steamboat gegen Root hörst, dann denkst du erstmal, ja, kann man machen. Match ist grundsätzlich nicht verkehrt. Ich finde es allerdings als Opener für die Karten nicht so schön. Also es ist meiner Meinung nach ein super House-Show-Match, aber es ist vielleicht als Opener für so ein TV-Special /Pay-Per-View ein bisschen zäh, nennen wir es mal. Ja, also das Schöne am Wrestling in den 80ern ist, du brauchst nichts machen, um Fanreaktionen zu ziehen. Ja, das Geile ist, die beiden machen auch nichts. Ja, also die komplette Offensive von Rick Rude sind Strikes und Restholds. Strikes und Restholds. Und wenn du dann im Opener schon nach 5 Minuten so einen unfassbar langen Reverse Chinlock bekommst, dann ist er schon etwas zäh, wie gesagt. Mhm. Auf der anderen Seite hast du Ricky Steamboat, der wahrscheinlich mit niemandem ein schlechtes Match wresteln kann, der dann halt Armdrag nach Armdrag nach Armdrag raushaut und seine hervorragende Athletik rausballert. Für mich persönlich allerdings so ein kleines bisschen unmotiviert in dem Match wirkt. Also nicht schlecht. Also es ist keine schlechte Leistung, die er abliefert, weil ich glaube, das kann der Mann nicht. Aber das ist nicht der Ricky Steamboat, der ein knappes Jahr vorher
gegen Randy Savage das Match des Jahres gewrestelt hat. Er ist ja auch noch, frustriert. Also, ja, und es ist halt dieser Ricky Steamboat, der ein paar Wochen später bei WrestleMania sang- und klanglos ausscheiden wird im Turnier. Mhm. Und es ist der Ricky Steamboat, der zum Ende des Jahres dann wieder bei der NWA rumturnt und mit Ric Flair um World Title sich auseinandersetzt. Auf der anderen Seite hast du halt ganz klar Rick Rude auf dem Weg nach oben, ist noch nicht ganz in der Rick Rude Topform angekommen, wie wir ihn kennen und lieben. Ja, also es schimmert durch, was der Mann können wird. Aber man merkt halt auch, dass dieser Rick Rude gerade ganz am Anfang ist, dieser ich wrestle Heel Single Matches auf Nationalniveau. Also er hat schon Heel-Matches gewirkt in seiner Vergangenheit gegen die von Erics. Das ist wahrscheinlich das Einfachste, was du machen kannst, weil von Eric Territory will sowieso jeder nur die von Erics sehen. Da bist du als Heel einfach nur dazu verdammt, ein bisschen durch die Gegend zu bumpen, ein bisschen böse zu gucken und am Schluss legst du dich hin. Im WWF-Umfeld schaut es doch halt anders aus, weil dort eben der Heel das Match ziehen muss. Und das kann er halt so in der Form auf dem hochklassigen Niveau, wie es eben später kann, zu diesem Zeitpunkt noch nicht so gut. Und deswegen ist halt diese ganze Offensive recht eingeschränkt. Auf der anderen Seite muss man eben aber auch anrechnen, die Armbearbeitung, die er kassiert, ja, die ganzen Armdrags und das ganze Armgeziehe, was Ricky Steamboat an ihm auslässt, das zählt er perfekt, weil er dann halt auch diesen Arm zum Posen nicht mehr benutzen kann. Ja. Auf der anderen Seite zählt Steamboat die Offensive von Recruit auch hervorragend. Das muss ich dem Match auch hoch anrechnen. Was unfassbar nervig ist in dem Match, ist dieser eine ferne Publikum mit dem Megafon. Ja, das, die ganze Show immer wieder, ne? Das werden wir nach dem Opener, wird es ja scheinbar konfisziert, danach ist er eben nicht mehr wahrnehmbar, aber ich habe mir noch gedacht... Aber irgendwie ist immer irgendwie so ein Störgeräusch im Hintergrund bei der ganzen Show. Ist das vielleicht dann, ist das eher dann bei den Kommentatoren? Weil ich habe immer irgendwie etwas so wahrgenommen, so ein leises... Ja, bei den Kommentatoren war auch immer so ein Schreihals, aber es war grundsätzlich okay. Auch einer mit dem Megafon im Publikum. Der wird ja auch angesprochen von den Kommentatoren, dass da wohl irgendjemand sich Jimmy Harts Merchandise gekauft oder irgendwie sowas. So, ja, stimmt. Ja. Und das ist schon sehr störend tatsächlich. Match selber, wie gesagt, ist echt nicht verkehrt, aber halt mit über 15 Minuten vielleicht ein bisschen zu lang für das Tempo, was sie gehen. Wobei die Schlussphase halt echt schnell wird und herausragend ist und dann schön ist, dass die Finish hat mit dem Backbreaker Submission Hold, bei dem Steamboat erstmal anscheinend aufgibt, aber der Ref dann eben Decision reversed, weil er geschubst worden ist von Root vorher und deswegen nachträglich noch die DQ ausspricht. Genau, aber vorher auch der Fehler, dass eigentlich Root schon gewonnen hat, weil der Arm im Chinlock ja dreimal fällt. Ja, das ist ja auch richtig. Ja, also auch dort legit Anspruch, das eigentliche Match hat Rick Root gewonnen, weil der Arm musste hier scheinbar viermal fallen. Ja. Aber auch das kennen wir immer wieder. Ganz nett auch, dass so ganz beiläufig Jesse Ventura meint, this is gonna be a rude awakening for Ricky Steamboat, noch bevor es ein rude awakening gibt. Das ist nicht komplett richtig. Die Aktion heißt noch nicht komplett so, zumindest nicht von den Kommentatoren gecallt. Aber tatsächlich gab es das schon in den Ausgaben, die ich jetzt gesehen habe. Denn dort hat Gorilla Monsoon gesagt, wenn die Aktion heute kommt, dann soll ich euch sagen, dass diese Aktion rude awakening heißt. Also der Name ist schon da. Aber noch nicht vollkommen etabliert. Ja, weil Vince sich sowieso keine Namen merken kann. Oh, what a maneuver. Oh, what a maneuver. Also, ich glaube schon, dass die Aktion hier schon so heißt, aber sie wurde noch nicht komplett so gecallt, weil vielleicht auch nicht alle das so ernst nehmen am Kommentar, wie vielleicht ein Gorilla Monsoon. Ja, deswegen, also es wurde schon so gecallt. Okay. Ja, war wirklich so vom Wortlaut her, ich habe vorhin mit Rick Root gesprochen und ich soll euch sagen, dass diese Aktion ein Root Awakening für seinen Gegner ist. Ja, also dementsprechend war der Name schon da. Okay, gut. Ja, ansonsten habe ich eigentlich gar nichts mehr zu ergänzen. Das ist alles gesagt, was das Match benötigt. Mir fällt daran jetzt wieder auf, was ich vorhin noch sagen wollte bei Primetime.
Ich habe ja nur vorhin gesagt, dass bei Challenge und bei Superstars of Wrestling ja diese ganzen kurzen, zum Teil auch Jobber-Matches stattfinden und ganz wenig Superstar gegen Superstar oder dass mal irgendwie vielleicht ein Six-Man-Tag, wo ein Superstar mit zwei Jobbern gegen drei Superstars gepackt wird. Bei Primetime ist das zum Teil echt witzig, weil dort das Enhancement-Talent zum Teil gegeneinander kämpft. Da hast du dann Omar Atlas gegen Van Van Horn. In einem 16-Minuten-Match. Da sagst du dir, was? Wer bist du denn? Weißt du? Dass man die Namen irgendwie auf dem Radar hat, weil man so bestimmte Phasen im Wrestling einfach auch dann die Jobber sehr gut kennt. Ja, was dann in den 90ern vielleicht noch ein bisschen krasser wird, weil wir da noch viel mehr drin waren. Aber das wirkt einfach nur wahnsinnig bekloppt. Oder ein Tag-Match von, gut, Barry Horowitz und Steve Lombardi haben relativ häufig zusammen geteamt, aber dann ist das Match ein Steve Lombardi gegen Lenny Poffo und keine Ahnung, vielleicht wieder Omar Atlas oder sowas. Du denkst dir so, was ist denn das für ein Murks? Ja, interessiert keine Sau. Ja, also deswegen ist Primetime durchaus die sinnvollere Variante, wenn man vor allem Superstar-Matches gucken möchte, die aber dann zum Teil viel zu lang sind. Denn Primetime war 1,5 Stunden, also 2 Stunden Sendung mit Werbung natürlich und ist dann in der Zusammenfassung auf Network 1,5 Stunden lang. Und die Matches sind einfach zum Teil viel zu lang. Da schaltet mein Gehirn ab, weil gefühlt alles gleich ist. Das sind unbedeutende House-Show-Matches zum größten Teil. Und die werden dann einfach in dieses Format reingeworfen. Gibt zwar einen gewissen Charme, aber einfach gefühlt zu lang. Also wie gesagt, was bringt mir ein Killer Bees gegen Dino Bravo und ich weiß nicht, wer der Partner war, in 26 Minuten? Genau. Und ich habe alles geguckt, ne? Aber es ist anstrengend. Mein Gehirn setzt irgendwann aus und der Finger zuckt zu skippen. Was ich nicht gemacht habe. Aber dass das überhaupt so passiert, ist ja kein gutes Zeichen. Ne? Und wie gesagt, dann zum Teil diese 1 gegen 1 und auch 2 gegen 2 komplett Jobber-Matches mit keinem Superstar drin. Ja, wo dann die späteren Conquistadors zum Beispiel als Tag-Team antreten gegen wen auch immer dann gerade auf der Face-Seite oder wer ist dann überhaupt Face oder Heel? Weil die Jobber wechseln ja die Gesinnung anhand des Gegners. Und das ist echt unheimlich schwierig. Ist wahrscheinlich so gemacht, dass diese Leute dann irgendwie einen Sieg bekommen, weil das vertraglich zugesichert ist, dass man denen auch mal wieder was Gutes gibt oder so. Aber warum muss das ausgestrahlt werden bei Primetime? Egal. Hatte ich vorhin vergessen. Ist mir aber jetzt an der Laufzeit des Matches aufgefallen, weil ich dasselbe hatte wie du gerade. Es wirkt einfach zu lang. Das ist eigentlich schade, weil man ein 20-Minuter Steamboat gegen Wood eigentlich ganz gerne sieht. Aber dieses Match hat einfach für diese 17 Minuten, die es am Ende waren, zu wenig Inhalt. Also, ne? Der Anfang ist gut, das Ende ist gut und zwischendrin ist so, naja, ist auch noch da. Ja, wie gesagt, für eine Hausshow super. Ja, was, wo du dann eben mit dem Publikum spielen kannst und interagieren kannst, aber für eine TV-Übertragung finde ich es halt fragwürdig. Ja. Man hat sogar in diesen 17 Minuten dann auch zweimal Werbung gehabt, ne? Mhm. Naja, vielleicht ist das auch der Grund, warum es so lang ist. Dass du dann erst wieder reinkommen musst und dann nicht gleich wieder mit Bam 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 startest, was du heute ja heutzutage so machst. War vielleicht einfach dann normal. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Weil es nicht so oft ist, dass Wrestling in der Zeit Matches durch Werbung unterbrochen wurden. Weil bei Saturday Night's Main Event hat man das größtenteils umgangen. Hat man immer genau abgepasst, wann die Matches zu Ende waren, hat dann einen Werbeslot gesetzt. Dementsprechend ist das nicht wirklich normal so. Ja, also vielleicht ist es einfach, dass die Wrestler damit nicht umgehen konnten. Wer weiß. Gut, haben wir einen Haken hinter? Ja. Dino Bravo. Kenn ich. Ja. Ich catch aus Kanada. Ja. ein ganz, ganz tragischer Fall. Dino, ja. Bravo. Also der Todesfall Dino Bravo ist unglaublich tragisch. Ich weiß nicht, haben wir den in der Time Machine schon mal angesprochen? Möglich. Ja, ist halt ermordet worden, man möchte gar sagen, hingerichtet worden. Man munkelt Mafia, ja. Hintergrund. Es ist eine Leiche von ihm gefunden worden mit mehreren Kopfschüssen und Schüssen in den Körper. Also
17 insgesamt. Ja. Ich weiß nicht, 7 und 10, ob 10 im Kopf und 7 7, im aber Kopf und 10 im Körper, ja, irgendwie so. ja. Ja, sehr, sehr tragisch. Also, Dino Bravo ist tatsächlich jemand, der mir damals, als ich angefangen habe zu gucken, optisch ins Auge gestochen ist. Einfach aufgrund dieser Masse und dieser super blondierten Haare halt, ne? Und ja, Dino Bravo ist dann jetzt hier beim Rumble. Und Dino Bravo versucht den Bankdrücken-Weltrekord zu knacken von 705 Pfund. Ich habe übrigens gerade mir das nochmal, ich habe jetzt nebenher gescheatet, ne? Also es waren tatsächlich 17, 7 zum Kopf, 10 zum Körper. Und er hat irgendwie Mafia-Wege, das genau wusste ich jetzt auch nicht mehr, muss. Zigarettenschmuggel. Genau, Zigarettenschmuggel und hat dadurch die Mafia-Wege gekreuzt. Also ist da irgendwie in den Schmuggel zu tief reingeraten und wurde daraufhin dann wohl, ja, in Anführungsstrichen aus dem Weg geräumt, weil er da der Mafia den Geldwegen im Weg stand. Ja, ich habe das nur mit den Schüssen gerade auf dem Radar gehabt. Warum, wusste ich nicht mehr. Ich hatte jetzt die Zahlen nicht mehr vor Augen und dann sagst du eben 17, dann ist bei mir sofort getriggert worden Ja. 7 und 10. Ja, das sind manchmal so Dinge, du, das hätte ich dir vorher nicht sagen können, dass ich das weiß. Das sind so Dinge, die irgendwo im Kopf sind, aber ich musste das jetzt, warum, wieso, weshalb, musste ich jetzt cheaten nebenher. Aber dafür ist Wiki gut, da ist sofort alles aufgelistet. Das hat man ja vorhin im Off-Talk noch, der WTR Megasort. Ja, weil wir gesagt haben, wir sind beide irgendwie halbe Wesen heute. Ich, weil Bauch und müde und Sven auch ganz doll müde, haben gesagt, zusammen kriegen wir irgendwie einen funktionierenden Redner heute hin. Aber es funktioniert bisher ganz gut. Also, dass ich jetzt das mit den 7 und 10 und 17 wusste, das, ja, bin ich gerade ein bisschen stolz auf mich, auch wenn es völlig unbedeutend ist. Egal. Jetzt das eigentliche Benchpress-Ding. Ja, also Matze, du als Bankdrückmaschine, wie fandest du das? Du meinst jemand, der gerne sitzt. Bankdrücker. Ja, genau. Ja. Das, ja, war mega spannend, sage ich dir. Da habe ich gedacht, boah, macht er das jetzt? Oh, da kommen nochmal 50 Pfund drauf. Jetzt, alter Schwede. Okay, du verausgabst dich gerade. Okay, du wirst es nicht schaffen. Das war so, das war damals mein Gedanke und das war auch jetzt beim Gucken wieder mein Gedanke. Aber Sven, jetzt musst du mir sagen, macht man das so? Baut man sich Stück für Stück hoch? Oder ist es nicht sinnvoller, ja, sagen wir mal, in größeren Sprüngen zu gehen, was zum Einleiten, damit die Muskeln ein bisschen gelockert werden? Logisch, verstehe ich. Aber muss es dann so viele Sprünge geben? Ist das nicht sinnvoller, direkt auf das zu gehen, was ich haben möchte, wenn Nee, das so ein das ist so, Rekordversuch ist? es ist so schon sinnvoll. Ja, Okay. einfach um das Verletzungsrisiko auch ein bisschen Ja, rauszunehmen. ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine Benchpress-Competition mehr angeguckt, ja. Ich bin mir nicht darüber im Klaren, ob die wirklich hier diese Disco-Pumper-Wiederholungen rausballern am Anfang, so wie es eben Dino Bravo da macht, oder ob das jetzt einfach nur für ihn zum Lockern war. Ich habe mir den Podcast mit Bruce Pritchard angehört, der gemeint hat, ihr müsst bei allen Zahlen, die Jesse sagt, 250 Pfund abziehen. Really? Really. Hintergrund war jetzt einfach der, dass die Jungs halt im Fitnessstudio halt ordentlich pumpen gehen und natürlich da auch so ein bisschen Schwanzvergleich und so, ne? Und Dino Bravo halt soll der aufgebaut werden als World's Strongest Man. Ja? Grüße gehen raus an Monster Mark. Und deswegen kam man auf die Idee, wir könnten ja diesen ominösen Benchpress-Rekord von ihm knacken lassen. Was ich jetzt dann da beobachtet habe, war fragwürdig. Ja, also allererste Entscheidung ist natürlich, das Ganze findet auf so einem Podest statt. Ja? Nicht im Ring, sondern auf so einem Extra-Ring mitten im Publikum gefühlt. Ne? Ja. Ist natürlich immer etwas ungünstig, weil da sieht man nicht so viel. Umso ungünstiger ist das Ganze, weil der Boden halt kein fester Beton unter dir ist. Genau, das hat man ja zwischendurch gesehen, dass das wackelt und dass dann auch Jesse Ventura versucht, das Ganze wieder zu stabilisieren. Da habe ich auch so gedacht, okay, das wäre auf einem ebenen Betonboden oder einfach mit mehr Ausweichfläche, dass ich das. Diese komischen Dinger, was, ne, die Füße, dass sie sich bis ausweiten können, nach außen und die Kräfte wirken können, was auf so einem Podest halt sehr wackelig ist und das Ganze natürlich auch um einiges erschwert. Weil was klar sein sollte, sobald du eben anfangen möchtest, große, schwere Gewichte zu bewegen, dann ist nichts wichtiger als ein stabiler Stand, ein stabiler Sitz, wie auch immer, eine stabile Position.
Ja, in dem Moment, in dem ich mir Gedanken machen muss, ob der Boden vielleicht jetzt wackelt oder ob das Gerüst wackelt, ja, bin ich nicht zu 100% fokussiert. Und Dino Bravo hat an dem Tag halt dann auch vielleicht nicht einen guten Tag erwischt. Auf alle Fälle hat er ordentlich zu kämpfen gehabt mit dem Gewicht. Und was das Segment halt so unfassbar nervig macht, es zieht sich ja ewig, also es gehen ja über 20 Minuten, ja. Jesse versucht das Beste da noch rauszuholen, muss man ihm echt hoch anrechnen. Frenchie Martin geht halt gar nicht. Ja, also Frenchie Martin ist sozusagen der Vater von Delirious. Ja, und Delirious spricht wahrscheinlich deutlicher. Aber es wiederholt sich ja auch ständig. Es ist immer die gleiche Kacke. Ja, also Frenchie Martin brabbelt irgendwas ins Mikrofon. Mean Gene sagt, ich habe kein Wort verstanden. Dann steht Dino Bravo auf, sagt, ich brauche absolute Ruhe. Das Publikum macht Lärm, er legt sich hin, er drückt. Jesse gibt seinen Senf dazu und wir fangen wieder von vorne an. So wiederholt sich das so Stück für Stück. Und jedes Mal kommt die Frage von Mean Gene, wie viel ist jetzt da drauf? Und wenn du das eben beobachtest, es sind immer die schweren Scheiben, die er draufpackt. Und irgendwann fängt Jesse an, Zahlen zu nennen, die einfach keinen Sinn ergeben. Also dann packt er zwei 45 Pfund Scheiben, also 20 Kilo Scheiben drauf, was also logischerweise 90 Pfund mehr sein müssten, theoretisch, ne? Mhm. Aber er sagt irgendwas von 60. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, und dann kommen leider Schweren dazu, dass sie die ganzen Scheiben schwarz lackiert haben. Normalerweise wären bei solchen Competitions die Farben, also wären die Scheiben farbig. Dass für alle erkennbar ist, genau. Richtig, nachvollziehbar. Warum dann der ominöse Weltrekord, der ja vielleicht geknackt hat oder auch nicht, erst im Nachgang bestätigt werden muss, weil man muss erst nach dem Event die Stange wiegen? Das auch Quatsch. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Nee. Ja. Aber ganz geil ist halt, weißt du, dass dann dem Jesse dann dasteht als Spotter. Ich finde es auch gut, dass es Jesse macht, weil Jesse eben der Einzige ist, der das Kadesmäßig retten kann. Ja. Und Jesses Plauze hängt dann halt immer so schön über die Stange drüber. Ne? Also Jesse ist schon lange nicht mehr the body. Und dann ja, aber das ganze Segment, ich habe mir das damals, als ich das erste Mal gesehen habe, was ich jetzt nicht genau nachbauen kann, wann ich das erste Mal gesehen habe, aber ich würde jetzt sagen, irgendwie was bei 92 vielleicht, dass ich den Rumble 88 das erste Mal gesehen habe. Genau kann ich es aber nicht nachbauen. Habe ich so gedacht, hat man das sogar extra gemacht, weil Bravo ein Heel war, habe ich mir damals so gedacht. Also weil er der Böse ist. Dass das Wrestling ist am Ende, der Böse soll sich ja irgendwie auch zu einem gewissen Grad blamieren. Ja, natürlich. Und deswegen ist es auch so smart, dass er eben alles locker wegdrückt und dann vor dem entscheidenden Versuch ist das Publikum so laut, dass er ja erstmal scheinbar geht. Ja. Ich habe gedacht, das wäre jetzt eigentlich der perfekte Heel-Spot gewesen. Genau. Und dann steht Jesse da so, give the man his chance. Ja, es ist egal, ob ihr ihn mögt oder nicht, aber gebt ihm wenigstens die Chance. Das ist sein Leben gerade. Ja, was ich. Und dann zieht Jesse das Ding halt mehr oder weniger hoch. Und ja, genau. McMahon spricht den ganzen Abend davon so: McMahon, bei deinem Körper sehe ich ja sowieso, dass du da keine Ahnung davon hast. I didn't touch the bar. You what? I didn't touch the bar. Ja, das fand ich auch erst zugegriffen, gut. Als er über einen kritischen Punkt hier drüber ja, genau. Was ich gut fand, Frenchie redet ja die ganze Zeit dann irgendwie so französisches Gibberish, was du ja gerade schon gesagt hast, ne? Und dann sagt Oakland zwischendurch, hey, ich weiß, dass du Englisch kannst. Und instant sagt Frenchie, shut up! Sehr gut, da musste ich auch grinsen oder lachen. Ich habe sogar gelacht, so wie eben. Ne? Also das war so, okay, das ist cool. Ja, ansonsten, ja, komm. Haken hinter? Er hat den Rekord inoffiziell gebrochen. Ja. Das ist die offizielle Aussage. Er hat es inoffiziell geschafft. Genau. Ja. Und ist ja dann von jetzt an auch dann eine ganze Zeit lang World Strongest Man. Ja. Ja. Da bin ich nicht ganz sicher. Da gibt es in irgendeinem Shoot-Interview habe ich das mitbekommen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau von wem. Ich glaube von Hexor. Der meinte, dass das Backstage wiederholt wurde mit jemandem von irgend so einer
was auch immer, Weltrekordgeschichte. Und das dann tatsächlich geschafft wurde. Keine Ahnung. Von Dino Bravo. Ja. Oder? Also, dass man das sozusagen für die Fernsehkameras so gemacht hat, wie es gemacht wurde. Aber dass man das irgendwie ein paar Tage vorher oder später, weiß ich nicht mehr genau, Backstage abgehalten hätte und das tatsächlich geschafft wurde von Dino Bravo. Aber Matze, die wichtigste Frage haben wir noch gar nicht gestellt. Warum macht er einen Bankdrückversuch in seinem Wrestling-Gear? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Das ist so dumm. Das ist Wrestling. Ja? Warum sitzen die bei der verkackten Slammy Award-Verleihung alle in ihr Wrestling-Gear? Ja? Obwohl Demolition hatte ihr Outfit an und haben irgendwie so eine Fliege oder sowas ein bisschen aufgemalt und Hexo hatte ein Fliegen-T-Shirt an. Also, das war schon schräg. Aber ich meine, ist ja heutzutage nicht anders. Ja, da kommen auch Leute raus zu irgendwelchen Segmenten im Wrestling-Gear, obwohl sie gar keine Matches haben bei der Show. Ja, weil es dann irgendwie Wrestling denkt, ist. Ne? Kauf dir mal eine Hose. Ja. Ja, so ist es leider. Aber gehört irgendwie dazu, ne? Dieses so, keine Ahnung, Posen, wichtig tun, alles. Das ist irgendwie, das gehört dazu. Guck, der ist Catcher. Sieht man sofort. Genau. Ja. Gut, dann nächstes. Yes. Glamour Girls gegen die Jumping Bomb Angels, die hier ganz unrassistisch von Vince McMahon einfach als Red und Pink Angel bezeichnet werden. Muss ich mal selber nachgucken. Itsuki Yamazaki und Norio Tateno. Sounds Italian to me. Ja. er hat Greeno gesagt. Ja, ja. Ich schwöre, er hat Corino gesagt. Irgendwie sowas, ja. Also auf jeden Fall einen falschen Namen. Und Jesse meint, sounds Italian to me. Er hat zwei oder dreimal gesagt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass meine Phonetik irgendwie einen Knacks hat. Aber ich glaube, er hat Corino gesagt. Oder Morino oder sowas. Also auf jeden Fall sehr ähnlich zu dem. Ja, also Tateno wäre richtig gewesen. Ja. Aber egal, also die Jumping Bomb Angels gegen die Glamour Girls, Judy Martin und Leila Anikai. Die Glamour Girls immer noch Tag Team Champion, habe ich ja vorher erwähnt. Ist nicht genau klar, wann der Gürtel dort gewechselt ist. Aber hier wechselt er auf jeden Fall. Tour of Three Falls, Women's Tag Team Championship. Was hast du? Das ist ein Match. Ein ganzes Stück vor seiner Zeit. Ein ganzes Stück vor seiner Zeit. Also man möchte fast sagen, dass die Jumping Bomb Angels, das haben wir, glaube ich, ja bei der Survivor Series ja auch schon gesagt, die könntest du talentmäßig dort rausgreifen, mit der Zeitmaschine 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre in die Zukunft schmeißen. Sie sind immer noch besser als der komplette Kader. Und die Glamour Girls natürlich anders, aber auf ihre gewisse Art und Weise auch. Meiner Meinung nach. Ja, sehr, also vom reinen Standing her, ganz klare Heels. Ja. Und wrestlen eben auch so. Vom Pacing her, also die versuchen das Geschehen langsam zu machen, die Schnellen prallen an ihnen ab. Sehr methodisches Wrestling, was durchaus heute ein ganz klares großer gegen kleiner Wrestler-Prinzip wäre. Was ich großartig finde im ersten Fall ist die lange Beinbearbeitung gegen, ich glaube es ist Judy Martin. Und da gibt es den Hot Tag hin zu Leilani Kai. Und dann hörst du eben Jimmy Hart draußen in der Ecke rumbabbeln, dass Judy Martin eben versuchen muss, wieder den Blutfluss im Bein hinzubekommen. Dass das Gefühl wieder ins Bein zurückgeht. Finde ich super, dass sowas so dargestellt wird. Und es ist halt ein ganz klar strukturiertes Babyface gegen Heel-Match. Man merkt halt, dass zwischendurch eben diese Werbeunterbrechung ist. Also zwischen den Falls ist eine kleine Pause. Da ist dann auch eine Werbeunterbrechung. Und wahrscheinlich ist in der Werbeunterbrechung irgendjemand schon mit dem Zettel hingegangen zum Chef und hat gesagt, Vince, so heißen die. Die zwei haben Namen. Die heißen nicht Red Angel und Pink Angel. Genau. Auch wenn Jesse das als sehr originell gefunden hat, wie Vince da sich beholfen hat. Aber grundsätzlich ist es ein sehr, sehr schönes Tag-Team-Match, meiner Meinung nach. Was man auch heutzutage sich noch gut angucken kann. Ich finde, das Timing der Jumping Bomb Angels ist einfach fantastisch. Also
noch nicht bei, unbedingt bei Double Team Moves, diese zu zweit ausführen, sondern eben auch bei Aktionen, diese synchron ausführen. Ja? Diese zum Beispiel auf die Sekunde synchron einen Figure Four Leg Lock ansetzen. Mhm. Finde ich sehr, sehr schön. Ich finde, also am beeindruckendsten, habe ich auch schon bei der Survivor Series gesagt, ist tatsächlich die Schnelligkeit des Matches oder der beiden Wrestlerinnen in dem Fall. Nicht zwangsläufig bei den Glamour Girls, weil die machen nur mit in dem Fall. Ist aber auch nicht deren Aufgabe, Geschwindigkeit des Matches zu bringen. Aber das war schon bei der Suse so, wo wir gesagt haben, boah, das Face-Team, das geht aber völlig steil. Ne, was die für ein Tempo da drin haben. Mit Rockin' Robin oder mit Velvet McIntyre. Ne? Und eben vor allem dann mit den Jumping Bomb Angels. Und das ist hier genauso. Nur ist das Gute, dass wir in 2020 eben eine ganze Menge Wrestling inzwischen schon gesehen haben. Aber für 88, ich glaube, da sind Leuten zum Teil die Augen rausgefallen, weil sie dem Geschehen gar nicht folgen konnten. Ja, vor allem, weil du halt Aktionen auch siehst, die du sonst noch nie gesehen hast. Ja, also das Augenscheinlichste ist vermutlich die Aktion, die zum ersten Fall-Finish führt. Diese sag mal, Powerbomb-Variante. Powerbomb Alley-Oop, ja. Genau. Ich meine, wir sind ja jetzt hier noch nicht in der Phase, wo ein Psycho Sid da ist und Powerbombs schmeißt links und rechts. Ja, oder Big Show diese Aktion als Signature nutzt. Ja, also es ist fantastisch, da auf einmal diese Powerbomb zu sehen und die ersten drei Reihen der Fans, die ploppen die Augen raus. Oder von dem Jumping Bomb Angels dieser Double Leg Drop, also diese, so ähnlich wie sie Hardys auch gezeigt haben, eine ganze Zeit lang, ja? Nur halt eben nicht mit den Beinen zusammen, sondern die Beine gespreizt. Fand ich super, super schön, das Ding so zu sehen. Mhm. Was ich ganz nett finde, dass man das in diesem Match auch schon etabliert, weil es dann im Main Event wieder aufgegriffen wird, ist die Regel, wenn ein Fall entschieden wird, müssen auch diese beiden Leute den nächsten Fall weitermachen. Mhm. Ist für ein Main Event wichtig, tatsächlich. Ja. Also ganz nett, dass man das hier schon etabliert. Und eben die Story des Matches, die schnellen Bomb Angels gegen die körperlich überlegenen Glamour Girls, verkauft halt auch Jesse am Kommentar halt wieder so fantastisch. Und meint hier, die Glamour Girls haben ganz eindeutig den Gewichtsvorteil, aber sag ihr nicht, dass ich ihnen das gesagt habe. Ja, oder als Vince sagt, dass Judy Martin offensichtlich die körperlich überlegenste ist und dann Jesse. The largest woman in the ring. Ja, ist das jetzt was Gutes? The largest. Das fand ich auch. Und ich muss übrigens lachen, das ist wieder so mein bekloppter Kopf, ja, dass die Jumping Bomb Angels von den Glamour Girls durch eine Powerbomb-Variante den ersten Fall kassieren. Weil Bomb im Namen vorkommt. Mhm. Ja, egal. Ich finde sowas lustig. Ich habe einen ganz eigenen Humor, ich weiß es selbst. Ich finde, dass das Finish vom zweiten Fall leider ein kleines bisschen schief geht mit dem Sunset Flip. Ja, weil sie so mitspringen muss, dass die Aktion nicht flüssig aussieht und dann trotzdem zum Fall führt. Ja. Ja. Da ist irgendwo so der Griff verloren gegangen bei Judy Martin, aber Judy Martin als Profi bumpt halt trotzdem. Nimmt ja, die Bombe trotzdem, Matze. Ist ja trotzdem überrascht. Also ist ja trotzdem irgendwie ein legit Fall, aber schade, dass es halt nicht so flüssig aussieht. Ja, und der finale Fall mit dem Double Dropkick ist ja dann auch wieder ähnlich wie im ersten Match, da geht was daneben, denn eigentlich ist die Schulter ja gar nicht am Boden. Ne, ist ja bloß eine Schulter, die ist ja so ein bisschen überdreht. Also deswegen kann man da eigentlich sagen, naja, ist eigentlich nicht so. Ja, also mit Schultern auf dem Boden oder eben auch nicht, da hat man es in der Zeit halt ausgiebig gehabt. Ne? Also es ist mega witzig. Zwischen WrestleMania 3 und ja, genau, WrestleMania Jesse 4. Ne? Man kommentiert hier gerade das gerade eben gesehene Tour of Three Force Match, wo die Jumping Bomb Angels durch so ein mehr oder weniger Screw-Finish in Anführungsstrichen die Gürtel gewinnen. Und Jesse Ventura sagt, hast du das nicht gesehen? Das Match hätte nie enden dürfen. Die Schulter war klar oben. Ja. Ein paar Sekunden später kommt der Rückblick auf WrestleMania 3 mit dem Bodyslam, ja, wo Hogan den Arm klar oben hat. Das hätte bis 3 sein müssen. Das ist Jesse Ventura, weißt du, selbe Aussage. Da liegt eine Minute dazwischen, zwischen diesen beiden. Das eine macht ein Heel, das andere macht ein Face. Bei dem einen ist es okay, beim anderen nicht. Finde ich großartig. Ich hatte mir beim Gucken dann noch einen schlechten Kala überlegt, lieber Matze. Okay. Es gibt ja hier diese Atomic Drop Varianten in dem Match, wo die Glamour Girls ihre Gegnerin eben zum Atomic Drop hochnehmen, aber dann eben nicht auf dem Knie absetzen, sondern direkt auf den Boden werfen mit dem Hintern. Ja. Ja. Jetzt stell dir mal vor, sowas würde man draußen machen.
Ja, auf dem Apron, was ja bekanntlich der härteste Teil des Ringes ist. Ach. Man könnte es dann Apronic Drop nennen. Das wäre ein Match-Finisher. Das ist der härteste Teil des Rings. Geile Geschichte. Ja, ich entschuldige mich bei euch, liebes Multiversum, für das. Ach komm, ey, in 4 Wochen sehen wir das Ding bei AEW und alle feiern es ab. Na, ich bin nur neidisch, dass es nicht meine Idee war. So, John Moxley wins via Apronic Drop. Ja, na, und alle Mann. Und alle so, ja Mann, wie kreativ der Typ. Heard it first on Wrestling Talk Radio. Ja. Aber an sich ist das Ding ja jetzt durch. Also, ne, Match haben wir, glaube ich, auch alles gesagt, was man irgendwie groß zu sagen kann. Titelwechsel zu den Jumping Bomb Angels und der Gürtel verschwindet auch im Nichts. Im Laufe des Jahres dann, ne? Ja. Genau. Schade eigentlich, aber wenn wir jetzt gucken, letztes Jahr Elimination Chamber, wir sind ja jetzt kurz vorm Chamber, letztes Jahr die Wiedereinführung des Damen-Titels, Damen-Tekken-Titels bei der WWE und ja, wirkt jetzt in 88 irgendwie dann rückwirkend gar nicht so fremd, wenn man sagt, hier Damen-Tekken-Titel, weil es eben für uns jetzt über, na, sagen wir ein gutes Jahr oder auch ein Build-Up, weiß ja schon ein bisschen länger, dann so normal ist, dass wir Damen-Tekken-Titel haben. Ne? Aber ich weiß auch noch, damals fand ich das auch schräg. Also nicht aus dem sexistischen Element, weil was weiß mein 10-jähriges Gehirn über Sexismus. Aber einfach, das ist so, es war einfach anders. Es wirkte komisch. Also Frauenwrestling habe ich eine ganze Zeit lang, kam ich nicht so wirklich mit zurecht als Bub. Aber ja, weil es halt, weil es dann auch irgendwo anders dargestellt worden ist. Also ich möchte den Damen allen gar nicht das Talent absprechen, aber die sehen halt auch komisch aus für heutige Augen. Ja. Oder für Augen eines Kindes. Ja, ich meine, schau die beiden Glamour Girls an. Ich habe ja, wie gesagt, in der Vorbereitung so diverse Reviews mir durchgelesen, ne? Unter anderem eben auch einen deutschen Rückblick. Und da sind sie irgendwie als, Moment, wie war es, abgewrackte 5-Pfennig-Nutten auf Koks im Ruhestand, die in Vegas aufs Sterben warten, beschrieben worden. Das ist sehr ausführlich, da kennt sich jemand aus. Sie sahen locker aus wie Mitte 40. Ich hab mir die Stelle gerade nochmal rausgesucht. Okay. Es sind noch keine 30 zu dem Zeitpunkt. Aber ich fand jetzt die Beschreibung, also der Autor muss anständig rumgekommen sein. Ja, scheinbar. Respekt. Ja, du, ich will nicht. Ich, what, das ist keine what Wertung. Happens in Vegas stays in Vegas. Ja, kann man machen. Ja, aber, oder, ja. Eben, oder auch die Outfits der Jumping Bomb Angels. Ja, ich ja, meine, genau. Das sind halt Badeanzüge und genau. Hautfarbene Strumpfhosen drunter. Dazu halt auch so voluminöses Haar. Das sieht halt ein bisschen komisch aus. Aber haben wir ja auch schon bei der Suse gesagt, wenn wir jetzt mit dem eher schon geneigten Wrestling-Kopf uns diese Matches angucken, sowohl bei der Suse 87 als auch jetzt hier beim Rumble 88, sind ganz hervorragende Matches. Ja, und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, vor Gorgeous George waren wir doch auch schon zufrieden damit, wenn die Herren der Schöpfung einen schwarzen Schlüpper anhatten und sich eine Stunde lang im Ring rumgewälzt haben. Ja. Ja, ist ja selbst jetzt noch so. Wenn du guckst, dass die Grundoutfits bei den meisten Wrestlern auch Ende 87, jetzt Übergang 88 vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, aber die waren eben auch immer einfarbig. Also nehmen wir doch einfach mal große Verzierungen drauf oder ne? Ja, nehmen wir doch einfach mal so als Beispiel von dieser Show hier, Rick Root, den haben wir ja vorhin schon behandelt gehabt. Ja, das ist zwar körperlich mit der Definition her schon der Rick Root, wie wir ihn später kennen, leider auch schon mit den Steroidpickeln auf dem Rücken, sind mir schon aufgefallen, wird noch mehr, aber wenn du dir sein Outfit anguckst, es ist halt eine einfarbige lange Buchse. Ja, es ist zweifarbig, aber da ist ein Farbübergang drin. Aber, ja, ja. Aber halt nicht das elaborierte Airbrush-Ding, genau. Was er dann eben später hat, weißt du, mit Kopf von Jake Roberts Frau auf dem Schritt und sowas. Genau, gut sein, Velveteen Dream, der das gerade aktuell bei NXT macht. Ja, das ist halt noch lang nicht eben dieser Recruit, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Absolut. Ja, und Steamboat trägt eine lange weiße Buchse.
Und wie wir es eben bei der Survivor Series ja auch schon gesagt haben im Damen-Tag-Team-Match, die einzige, die da wirklich heraussticht optisch, ist Sherry. Ja. Die halt wirklich ausschaut wie ein Champion, wie ein weiblicher Superstar. Und ansonsten hast du dann halt sehr viele Damen im Badeanzug da. Ja. Allen voran Mula. Wow. Ja, obwohl die Glamour Girls mit ihrem Outfit, denke ich, auch heutzutage ungefähr so funktionieren würden. Das war sogar ganz nett. Eine in Gold-Schwarz, die andere in Schwarz-Gold. Genau. Also es ist ja so ein kleines bisschen auch das Hard Foundation-Konzept. Ja. Hard Foundation ist ja dann das nächste Stichwort. Ja, Bret Hart haben wir ja später im Ring zusammen mit Jim Neidhart. Da sind ja auch noch die ganzen Verzierungen nicht da. Das ist einfach nur das rosa Outfit. Genau. Ohne die ganzen Herzchen und Streifen und genau. Pipapo. Ja, es ist halt eine Weiterentwicklung im Wrestling gewesen, ne? Dass dann auch das Auge eben mit ist und das Ganze auch ja wirklich optisch ansprechender wird. Und so ist es auch heutzutage immer noch, dass wir ja zwischendurch auch mal sagen, naja, dem oder dem Wrestler würde vielleicht eine kurze Hose besser passen als eine lange Hose oder umgekehrt. Da hat man halt inzwischen auch ein Auge für, dass man das erkennt. Das habe ich zum Beispiel über Jahre hinweg gesagt, dass Travis Banks eine lange Hose braucht. Kaum ist er bei der WWE kriegt, er trägt eine lange Hose. Ja, weil die Leute dasselbe sehen wie ich. Es ist kein kurzer Hose-Wrestler, das ist ein lange Hose-Wrestler aufgrund seiner Stilistik. Ne? Und das ist halt einfach so, das sind so Sachen, die einem dann einfach über die Jahre hinweg immer wieder dann, ja, vielleicht auffallen, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat man ein Auge für, vielleicht auch nicht. Aber wenn es dann eben heutzutage auch mal anders ist, dass etwas sehr schlicht ist, dann ist das auch wieder was Besonderes. Ja? Und früher war einfach wahrscheinlich die finanziellen Mittel nicht da oder auch vielleicht die Mitarbeiter Backstage, die dann sich an sowas dann orientieren oder sowas vielleicht auch noch lernen. Das ist ja jetzt in der Phase auch schon so, dass bestimmte Wrestler sich das beibringen, diese Nähereien und so. Junkyard Dog hat zum Beispiel genäht oder weiß ich, wer da noch alles. Müsste ich jetzt recherchieren. Ich habe mal so eine Liste gehabt, wer von den Wrestlern nähen konnte und dann für viele die Arbeit gemacht hat. Aber das entsteht ja jetzt alles erst. Wenn wir jetzt genau ein Jahr weiter gucken, zum Rumble 89, sieht wahrscheinlich schon ganz, ganz anders aus. Also, auch das finde ich sehr schön. Aber ja, dadurch wirkt das alles so ein bisschen, ich möchte nicht sagen langweilig, aber trostlos vielleicht. Aber ich glaube, das merkst du ja, auch wenn du jetzt von 87 auf 88 rüber guckst. Ja. Allein die Beleuchtung und das stimmt. Hallensetup und sowas, das wirkt alles schon ein ganzes Stück moderner. Also nicht mehr so Wrestling-mäßig, ne? Was wir nicht haben möchten, sondern es geht ganz klar eben in diese Entertainment-Schiene rein. Mhm. Und wird dann eben in den nächsten 1, 2, 3 Jahren nochmal richtig angezogen. Wenn dann die Videoleinwände noch mit dazukommen. Gerade eben an dem Konzept mit dem Rumble, wo man sehr viel dann noch mitarbeitet. Also, wo dann eben der Countdown damit eingespielt wird und das irgendwie auf dem Videowürfel dargestellt wird und dann eben über die Jahre dann die Themes mit dazukommen beim Entrance. Da kommen wir nachher auch im Rumble noch. Also wir sind ja eigentlich jetzt Class Player, obwohl eigentlich sind wir noch nicht beim Rumble, kommt ja noch das andere dazwischen. Aber wollen wir hier bei den Damen den Haken hintermachen? Ja, ich denke, da ist alles gesagt. Ja, ne? Leider werden wir halt nicht mehr über die Jumping Bomb Engines reden hier. Ja, genau. Ja, aber haben wir ja jetzt auch in dem Fall. Also, ne, ist ja auch okay, ist halt dann der Zeit geschuldet, dass das dann wieder gestrichen wurde, warum auch immer, da haben wir ja eh keinen Einfluss drauf oder auch manchmal auch gar kein Verständnis, wieso, weshalb, warum. Aber wir haben jetzt halt die zwei wichtigen Shows der Jumping Bomb Angels haben wir halt jetzt besprochen. Genau. So, dann haben wir als nächstes die Vertragsunterzeichnung zwischen Hulk Hogan und Andre the Giant, das große WrestleMania 3 Rückmatch, was dann für den 5. Februar 88 angesetzt wurde bei Main Event. War das die erste Vertragsunterzeichnung? On Camera? On Camera? Müsste es sein, oder? Wäre sehr, sehr gut möglich, ja. Kann ich aber nicht genau sagen, muss ich gestehen, weil wir müssen auch bedenken, dass in der Zeit früher Segmente wie Piper's Pit und sowas gemacht wurden und auch dort zum Teil Vertragsgeschichten gemacht wurden. Aber so ganz offiziell im Ring mit einem Offiziellen, der das absegnet und, glaube ich, ja. Ich glaube es nämlich auch. Aber das erste Segment für einen Vertrag? Weil also was mich das so ein bisschen in die Richtung steuert, ist der Tisch, der da steht. Mhm. Weil das so ein typischer Erstversuchstisch ist, wo sie dann hinterher merken, da müssen wir uns was anderes überlegen. Mit einem stabilen Tisch können wir sowas nicht machen. Die tun sich da weh. Ja.
Ja, also der Tisch, der da steht, ist ja definitiv kein WWE-Tisch, wie wir sie heute kennen. Das kommt schon eher so Richtung Japanese Table. Finde ich interessant. Also schaut so nach, wir versuchen es mal, wie es ankommt. Kommt gut an, können wir öfters machen, können wir gefühlt jede Woche machen, aber da braucht man einen anderen Tisch für. Ja, ich meine, was bietet sich besser an, um bei einem TV-Special, ein weiteres TV-Special, nur ein paar Tage später, zu bewerben, was vielleicht das ja meist erwartetste Rückmatch aller Zeiten ist, zumindest zu diesem Zeitpunkt, ganz klar sogar. Inzwischen ist da vielleicht durchaus das eine oder andere Match noch mit da drin, aber ja, seit WrestleMania 3, Hogan gegen Andre, das große Rückmatch, und der Build-Up war ja klar, inzwischen ja nicht mehr Bobby Heenan der Manager, sondern Ted DiBiase hat Andre the Giant gekauft von Bobby Heenan. Bobby Heenan deswegen auch zum Teil nicht im Produkt zu sehen, sondern irgendwo, was haben sie gesagt, wo ist er? Irgendwo im Urlaub. Ja, sie haben es gesagt, wo er ist. Barbados oder sowas. Ich möchte anmerken, dass Bobby Heenan nicht nur der genialste Wrestling-Manager ist, sondern auch der genialste Geschäftsmann, den du dir vorstellen kannst. Sind dir die Zahlen bewusst, die da geflogen sind? Also er hat den Vertrag von Andre verkauft an den Million Dollar Man für $1 Million. Ja, damit Andre den Titel für Ted DiBiase gewinnt. Ja. Ja, damit Andre den Gürtel dann an DiBiase überreichen kann. So ist ja alles aufgebaut. Ja. Und dann funktioniert der ganze Plan ja nicht. Und dann wird ja Andre wieder an Bobby Heenan zurück. Ja. Verkauft. Für $100,000. Ja, schön. Bobby Heenan, 2 Daumen hoch. Und ist dann eigentlich, wenn der Million-Dollar-Man 1 Million ausgegeben hat für Bobby Heenan, ist er dann eigentlich nur noch der One-Dollar-Man? Weiter keine Millionen mehr. Ich glaube, das ist. Und ist er dann, nachdem Bobby Heenan ihm das Geld zurückgegeben hat, ist er dann der $100,000-Man? Ja, er ist zumindest nicht der 6-Millionen-Dollar-Man, weil das ist Steve Austin. Ja. Also wer den jetzt noch mitbekommen hat, Respekt. Ich verstehe ihn, ich erkläre ihn aber nicht. Nö, mach mal nicht. Nö, Kommentare. Okay, Kommentare. Ja. Sollte aber relativ leicht sein. Aber ja, das wären alles so Fragen, die man sich stellen müsste. Wenn das der Million-Dollar-Man ist und der 1 Million ausgibt, ist er dann noch der Million-Dollar-Man? Das ist, ne? Aber ich glaube, so ganz unter uns, Matze, Ted DiBiase hat Millions of Dollars. Ja, oder wie Hulk Hogan immer gesagt hat, der Multimillion-Dollar-Man. Der Multimillion-Dollar. Ja. Gut, das ist der Million-Dollar-Man unseres Multiversums. Ja, genau. Also Hogan gegen Andre, Vertragsunterzeichnung. Andre spielt mit Hogan. Ted DiBiase streut immer weiter Salz in die Wunde, provoziert Hogan weiter. Am Ende unterschreibt Andre irgendwann und dann fordert DiBiase Andre dazu auf, hier Stamp of Approval mit draufzupacken. Und dabei gibt es den Flip-Table oder den Table-Flip und Hogan liegt drunter und Andre geht direkt. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Scheiße, ich geh aber noch Hause, ich will essen, Durst, der scheiße Hogan. Main Event, wir sehen uns nicht. Hau der eine. Ja, geht einfach und ja, vorbei. Ja, aber ich meine, du musst aber noch auf die Feinheiten eingehen. Ja? Also diese wunderschöne blaue Hose von Hulk. Ja. Ja, also die ist schon sehr schön. Ja. Ja, und Hogan ist auch top motiviert, setzt sich sofort an den Tisch und unterschreibt sofort ungelesenen Vertrag. Das wird schon passen. Ja. Ja. Andre ist halt auch ein sehr intelligenter Mensch. Also er weiß, er ist riesengroß, er wiegt ein bisschen was. Bis der sich hinsetzt, ne, der lässt sich auch dreimal durch den Kopf gehen, ob der Stuhl ihn überhaupt trägt. Und ich hatte echt Sorgen, dass der Stuhl vielleicht kaputt geht. Hast du das mitbekommen? Das Publikum? Ja. Hast du Hinsicht? Oh. Das raunende Publikum, voll gut. Also, so, ja. Japanisches Publikum, er steht wieder auf. Oh. Oh. The Giant. Ja, und dann Andre liest den Vertrag von vorne bis hinten durch. Auch wenn Jack Tunney immer wieder sagt, Leute, ihr hattet doch schon genug Zeit, das Ding zu lesen. Ja, man muss sicher gehen. Also, wer weiß, was der gelbe Teufel da noch rein hat klausulieren lassen. Ja, der unterschreibt sofort, der weiß genau, was er noch reingetürkt hat. Hier, Creative Control, 25% der Pay-Per-View-Einnahmen. Wer unterschreibt so einen Scheiß? Ron und Don Harris in die Story mit einbauen? Auch das noch. Den kleinen Nippelmann.
Nee, also Andre super smart und das Ganze. Ich meine, Andre ist halt zu dem Zeitpunkt, das hat man ja auch in der letzten Time Machine schon gesagt, körperlich angeschlagen. Und es tut dem ganzen Gesamtgedönse einfach sehr gut, dass Teddy Biasi da die ganze Zeit redet. Ja. Und redet und redet und redet und lacht und redet und redet und redet. Und Hulk halt wirklich wieder klassische Underdog da ausschaut neben Andre. Und das finde ich von der ganzen Darstellung her fantastisch. Also die Fans sind auch wirklich abgegangen wie Schnitzel, als der Hulkster rauskommt, und sind abgegangen wie Schnitzel, als der Hulkster wie so ein kleiner Basketball genommen wird und auf den Tisch gebatzt wird. Ja. Und dann wird der Tisch auf ihn drauf geflippt und ich war so, oh, das ist aber ein schwerer Tisch. Aber auf der anderen Seite, wenn das jetzt so ein heutiger WWE-Style-Tisch gewesen wäre, ich glaube, den hätte Andre wahrscheinlich aus dem Ring rausgeflippt aus Versehen. Ja, oder beim Anheben irgendwie in zwei Teile gepackt. Ja, oder so. Weißt du, das ist ja sowas wie John Cena und die Elimination Chamber. Also, das ist ein sehr, sehr schönes Segment gewesen. Und ich finde es halt interessant, dass wir praktisch einen, in Anführungszeichen, Pay-Per-View, wie wir es ja heute betrachten, ne? Ein TV-Special verwenden, um an das TV-Special aufzubauen. Ja. Und Hogan und Andre 3 war das ja dann, war halt eine super heiße Paarung. Ich meine, wir hatten es bei WrestleMania 3, da hat man ein halbes Jahr nichts, dann bei der Survivor Series, dann in dem Tag-Team-Match, was wir ja besprochen hatten, und dann ist ja wieder monatelang nichts passiert, bis wir jetzt hier sind. Ja. Und dann haben wir... ungefähr, ja, 4 Monate, immer ein gutes halbes Jahr, ne? Also einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger als ein halbes Jahr. Genau, und dann haben wir jetzt noch mal, ich sag mal, so roundabout 8 Wochen, 9 Wochen dann nach Main Event bis WrestleMania hin, wo es das Match dann wieder geben wird. Genau. Da reden wir dann bald drüber. Ja. Ja. Mir ist gerade noch was eingefallen von den Slammy Awards, weil ebenfalls mit in diesem Segment ist ja Virgil, der immer dabei steht und das Geld zählt. Und bei dem Abschlusssegment bei den Slammy Awards, also If You Only Knew oder They Only Knew, ich weiß gerade nicht genau, wie das Lied richtig heißt, was ja dann die Heels und die Faces singen, und die bewegen sich immer so im Takt hin und her, also wippen immer so hin und her, wie man macht bei Musik, ne, so von links nach rechts immer wippen. Und bei den Heels ist halt auch Virgil dabei und der bewegt sich die ganze Zeit nicht. Er steht halt direkt neben der DBS und steht einfach da und hat die Arme verschränkt und die anderen gehen alle mit zur Musik und er steht einfach nur da. Das ist halt, auch voll, das ist gut. Halt nicht sein Song, ne? Er ist halt der Soul Train. Ja. Das sieht so gut aus. Schön. Ach, ihr macht sowas einfach schön. Hat man das gemerkt, dass mir sowas Spaß macht? Ich weiß nicht. Ich freue mich über sowas. Main Event, über das Match selbst reden wir dann, wenn wir über WrestleMania 4 reden. Ja. Denn das ist ja dann jetzt wenige Tage nach dem Rumble 88 und dementsprechend auf unserer Road to WrestleMania 4. Und das heißt, wenn wir unser Review hier in der Time Machine zu WM4 machen, dann reden wir auch über Main Event ein bisschen. Ansonsten würde ich sagen, Rumble Match. Ja. Das erste offizielle Rumble Match haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Oktober 87, One Man Gang als Sieger. Hier ist der erste offizielle Rumble. So, und Sven, jetzt habe ich eine Aussage für dich. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Der ursprünglich geplante Sieger für dieses Royal Rumble Match war Bam Bam Bigelow. Ich habe in meiner Recherche nicht rausgefunden, warum es nicht passiert ist. Ich habe mehrmals rausgefunden, dass es so war, dass er der Geplante ist. Ich habe keine Ahnung, warum es nicht gemacht wurde. Bam Bam ist nicht auf der Royal Rumble Card und er ist nicht auf der House Show Card, die parallel stattfand. Ist er verletzt? Nee. What happened? Ich meine, bei der Suze ist er auch noch stark dargestellt worden. Du, er ist in allen, also im Gegensatz zum Sieger Jim Duggan, ist Bam Bam Bigelow in allen diesen ganzen Superstars und Challenge-Dingern immer wieder mit drin. Hexer Jim Duggan hat in diesen gut 2 Monaten ein Match bei Superstars und Challenge. Bei Primetime hat er durchaus Matches gehabt, aber die sind das zum Teil auch lange rückwirkend aufgezeichnet. Das ist echt schräg. Und wie gesagt, Bam Bam hat im Build-Up zum Royal Rumble eine normale Battle Royale gewonnen. Die war, glaube ich, im Madison Square Garden. Und er hat diesen Bankhaus-Brawl, Bankhaus-Battle-Royal, wie auch immer, Anfang des Jahres gewonnen. Und es war auch geplant, dass er den
Royal Rumble 88 gewinnen soll. Es gibt jetzt Spekulationen darüber, warum, wieso, weshalb das nicht gemacht wurde. Das habe ich mal, das wollte ich halt eigentlich recherchieren, das habe ich mal in irgendeinem Shoot-Interview mitbekommen, aber habe ich nicht mehr gefunden. Deswegen ist das jetzt bloß noch so ungefähr Hörensagen zusammenbasteln. Aber die Aussage war die, dass man Angst hatte, dass die Popularität Bam Bam Bigelows zu groß wird und an einen Macho Man und Hulk Hogan ranreichen könnte mit einem Sieg in einem TV-Special des Royal Rumbles. Und deswegen hat man nicht Bam Bam den Titel gegeben oder diesen Sieg gegeben, sondern einem, der sowieso schon over ist und in sich in einer Blase befindet, nämlich Duggan. Der also durch diesen Sieg nicht Popularitätsschub bekommen würde, sondern der ist eh schon beliebt, Publikum macht mit, mit dem hat man nicht Größeres vor, der ist Filmmaterial und. Bam Bam hätte man ähnlich wie Jimmy Snuka damals dann entsprechend pushen müssen und wollte das nicht. Und wenn das der Grund ist, dann ist das der Grund, warum Bam Bam nicht den Rumble gewonnen hat. Die Frage ist dann nur, warum ist er nicht mal drin? Weil dann hätte er verlieren müssen. Ja, aber das ist doch dann noch besser, wenn ich dem dann Momentum nehmen kann. Also wenn ich ihn nicht gewinnen lassen will, weil er vielleicht zu viel Momentum bekommt und an der Popularität von Hogan kratzt oder von Macho Man oder von Jake Roberts oder wer auch immer dann da gerade vor ihm noch ist von der Popularität, wenn ich ihn dann verlieren lassen kann in einem Rumble, dann nutze ich das doch erst recht aus. Ja, aber vielleicht musst du doch kleiner zu machen. Eine gewisse Overness beibehalten, weil ich habe jetzt gerade mal so nebenbei geguckt, ob er vielleicht verletzt war zu dem Zeitpunkt. Aber der hat den ganzen Januar durchgerasselt, haufenweise, ja, auch also haufenweise House-Shows und hat unmittelbar nach dem Rumble sehr viele, oder auch schon teilweise vorher, aber gerade in der Zeit nach dem Rumble, sehr viele Tag-Team-Matches mit Hogan gegen Andre und DiBiase. Genau. Das war ursprünglich gebaut als Bam Bam und Hogan gegen DiBiase und Virgil. Aber, also das haben dann entsprechend Hogan und Bam Bam unterschrieben. Und dann hat DiBiase gesagt, haha, ihr habt den Vertrag nicht richtig gelesen, es tritt nicht Virgil an. Und das ist ja genau das, was ich eben sagte. Das passt ja genau in dieses, Bam Bam sollte aufgebaut werden. Und deswegen macht das überhaupt keinen Sinn, dass Bam Bam diesen Rumble nicht gewinnt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Bam Bam Shoot-Interview selber war oder ob es was ganz anderes war, aber ich habe eine Zeit lang so viele Shoot-Interviews geguckt und da ist bei mir im Hinterkopf, Bam Bam hat den Rumble nicht gewonnen, weil man ihn klein halten wollte und dann so von wegen, ihr erinnert euch da an Jim Snuka. Ne, also, dass dem ja auch dasselbe erging, dass man den dann klein gehalten hat, weil er von der Popularität an Hogan rankommt oder und deswegen absichtlich Dinge verliert oder nicht mehr wichtig dargestellt wird oder bloß noch in Tag-Matches versauert oder. Und deswegen hatte man gedacht, na, wenn Bam Bam hier so ein wichtiges TV-Special gewinnt, vielleicht ist er dann, kriegt er diesen letzten Schliff, weil er ja schon sehr over war. Publikum hat ihn sehr gerne gesehen mit Manager Oliver Humperdinck. Hat gut funktioniert. Er hat Seilaktionen gehabt, er hat Schnellaktionen gehabt, dieser Slingshot-Splash als Finisher war sehr gut angenommen worden vom Publikum und deswegen ja, hatte man wohl Angst, dass Bam Bam zu groß wird durch einen TV-Special-Sieg beim Royal Rumble 88. Aber wie gesagt, sondern bloß Hörensagen aus so einem Shoot-Interview, wo ich mir nicht mal mehr sagen könnte, wer es war. Das macht das Ganze jetzt sehr gefährlich für mich, aber es ist so, wie ich gerade gesagt habe, ich kann es nur nicht mehr genau wiedergeben, wer es gesagt hat. Auf der anderen Seite hat man aber allerdings auch den Sieg hier mit Jim Duggan so vergeben, dass man sich da ein Babyface aufbaut, der eventuell Nachfolger von Hogan werden könnte. Popularitätsmäßig. Ja, aber der sollte ja Duggan eh nicht werden. Doch. Nee. Duggan ist eine Lachnummer backstage gewesen. Mit komischen Augen. Der wäre nie als Top-Draw. Der sollte nicht mal IC-Titel bekommen. Also, das war immer klar, Jim Duggan ist einfach nur da, um Publikum anzuheizen, der ist beliebt, der zieht uns Leute hin, aber der soll nicht das Aushängeschild oder auf dem soll keine Last innerhalb der Liga liegen. Das ist interessant, weil ich eben genau das Gegenteil auch gehört habe jetzt in der Recherche, okay, dass man eben versucht hat oder mit dem Gedanken gespielt hat, Duggan als zweites großes Babyface nach Hogan zu platzieren. Okay. Ob er dann natürlich irgendwie mal titelmäßig irgendwas hält, das steht wieder auf dem anderen Blatt, aber ich meine, die Titelgeschichte ist ja sowieso zum Zeitpunkt eine ganz andere wie heutzutage. Ne? Ich meine, das ist halt der Hogan-Titel und Babyface Nummer 2 muss nicht zwingend IC-Champion sein. Ja. Also gerade, wenn er nicht wrestlen kann.
Aber allein von der Popularität und dem ganzen Patriotismusgedöns erhalten, ist halt Duggan eigentlich ein Selbstläufer. Ja, schon. Aber du hast ja dann automatisch auch hinten dran noch den Macho Man, der halt ganz klar hinter Hogan steht. Du hast Jake Roberts, der dann sich auch dahinter einsortiert und dann erst Duggan kommt. Und zu dem Zeitpunkt war wahrscheinlich Bam Bam sogar noch dazwischen. Also nämlich zwischen Roberts und dem Macho Man. Also wenn man die Superstars-Ausgaben guckt, die Challenge-Ausgaben oder auch die Primetime-Ausgaben mit Bam Bam, der ist wahnsinnig over. Die Leute mögen irgendwie diese Stilistik. Ja klar, ich Und meine, es ist alleine auch, herausstechend. ja, auch vom ganzen Bild ab. Es war ja damals so gemacht, dass Bam Bam sich ja den Manager aussuchen konnte und da waren ja alle Heels, die dann um ihn gebuhlt haben. Und dann hat er sich ja für das Gute entschieden und war ja instant over, weil Oliver Humperdinck over war. Und ja, nun ist halt wirklich die Frage, wieso, weshalb, warum. Aber also das mit Duggan, das weiß ich nicht, ob sich das vielleicht auch jemand irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeizieht. Also selbst Duggan sagt in seinem Shoot-Interview, sowohl in dem über das Jahr 88 als auch in seinem generellen Shoot-Interview, dass er immer zufrieden war, da wo er war. Er hatte nie die Ansprüche wie Honky oder Macho Man groß herauszukommen. Er findet es zwar schade, dass er keinen Gürtel bekommen hat, aber er war immer zufrieden da, wo er war. Und soweit er weiß, war auch nie mehr mit ihm geplant. Sagt er selber. Also deswegen glaube ich fast, das hat sich irgendwie jemand so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen aufgrund des Rumble-Siegs. Aber der ja dann ganz offensichtlich nur Plan B war. Oder vielleicht sogar C, ich weiß nicht. Vielleicht war One-Man-Gang, guck mal, der hat den, Ich glaube, One-Man-Gang war tatsächlich auch im Gespräch. ne? Weil der hat den 87er gewonnen, warum auch nicht? Er hat hier die meisten Eliminierungen bekommen. Aber Bam Bam war ja dann ganz offensichtlich, ist ja auch ganz offensichtlich in dem Bild ab schon. Guck mal, er gewinnt Ende des Jahres, kurz nach der Survivor Series, wo er der Letzte auf der Face-Seite ist. Gewinnt er kurz danach eine Battle Royale, wo er eine klare Dominanz von den Heels sozusagen übersteht und gewinnt dann auch noch den Bankhaus Brawl Anfang des Jahres 88 und ja, kriegt weiterhin wichtige Matches, kriegt Rick Root vorgesetzt, kriegt dann auf dem Build-Up oder kurz vor und kurz nach dem Rumble dann die Tag-Matches an Hogan-Seite, der ist ja ganz klar der kommende Star. Und warum zieht man es dann nicht durch mit dem geplanten Element des Royal Rumble-Sieges? Das ist halt wirklich die Frage. Und ich hab's nicht rausgefunden mehr. Also, da war damals tpww.net ein bisschen besser, aber die haben keine gute Suchfunktion. Und natürlich sind da auch inzwischen 12 viele weitere News, die da alles überblenden. Und etwas gezielt rausfinden ist unheimlich schwer. Also, wenn ihr da draußen eine Quelle habt, wo das nochmal irgendwie aufgedröselt wird, wieso, weshalb, warum, dann sehr gerne in die Kommentare schicken. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich es nicht gefunden habe. Ich habe gestern ein bisschen länger gesucht und habe es nicht gefunden. Aber gut, es ist, wie es ist. Ja. Wir können auch wieder sagen, wer weiß es denn? Vielleicht stimmt Svens Quelle, dass Jim Duggan als Star aufgebaut wurde. Vielleicht hat derjenige, dem ich da beim Shoot-Interview zugehört habe, gelogen. Auch das ist nicht so ungewöhnlich im Wrestling. Aber trotzdem sei dann die Frage gestellt, warum ist Bam Bam der wahrscheinlich meist eingesetzte Wrestler neben Greg Valentine in dieser Phase, nämlich zwischen der Survivor Series und dem Rumble 88 ist, warum ist der dann bei beiden Shows nicht eingesetzt worden? Da muss ja irgendwas sein. Ich Ja, habe gerade also mal macht das so wirklich Sinn? gerade noch nebenbei gecheatet, weil mich das jetzt auch spontan interessiert hat und ich lese hier gerade was von ihm ist der Ruhm ein bisschen zu Kopf gestiegen. Okay. Dass es dann sozusagen eine Bestrafung war. Also, dass man durchaus geplant hatte, ihn als Sieger zu bauen, aber das davon abgezogen hat, Weil man ihn eben weil. sehr schnell hochgezogen hat. Ja. Ich meine, er ist auch noch sehr jung zu dem Ja, Zeitpunkt. klar. Und wenn du ihn dann in den Main Event packst, in die Seite von Hogan. Könnte sein, Gut, dass dann ist natürlich auch klar, dass das jemand, wenn die Aussage in Bam Bams Interview selber fiel, dass der das vielleicht sogar ein bisschen kleiner halten möchte. Ja, möglich. Aber geht ja vielen in der Phase so, dass der Erfolg zu Kopf steigt. Weil es halt auch die erste große Boomphase ist Ja. Guck mal, auf DiBiase ist auch ein Nationalebene. Paradebeispiel dafür. Der ja auch zack, ne, rein und sofort Main Event gegen Hogan. Rick Root in ganz kurzer Zeit, zack, Main Event gegen Hogan Anfang des Jahres 88. Die mussten ja alle wieder runtergeholt werden. Okay. Das wäre natürlich wirklich schade, ne, wenn man das dann gemacht hat, einfach nur um Bam Bam dann ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen, weil Also, der Build-Up zieht ja klar darauf ab.
Also ich lese hier was von Backstage-Quellen damit mit Andre und Sika Okay. und kann nicht mit Geld umgehen. Und Mitte des Jahres eine Knieverletzung, wo er sich Das in. mit Sieger, da klingelt gerade was. Da habe ich auch wieder, das müsste auch im Bam Shoot Interview gewesen sein bei RF Video, dass er gesagt hat, dass er nicht verstehen kann, warum die Samoaner so beliebt sind. Die haben doch auch alle nur, also die tun so, als ob sie die Wilden wären, aber die haben auch alle nur Geld vor den Augen. Also mit denen mag er sich wahrscheinlich nicht. Also nicht mit allen wahrscheinlich, weil, wenn wir gucken, ne, down the road hat er ja durchaus mit einem anderen Samoaner auch eine gute Freundschaft. Aber vielleicht meint er dann tatsächlich in dem Fall dann Sika, der ja zu dem Zeitpunkt noch da war. Afa war ja nicht mehr da. Ja klar, da gibt es ja auch unmittelbar nach dem Rumble diverse Matches Ja, zwischen okay. Bam Bam und Sika. Ja, gab es auch vorher. Ich habe eins gesehen, war bei Primetime. Ja, 3 Minuten hat es gedauert. Reicht. Übrigens auch 3 Minuten gegen Andre für Bam Bam. Zwar durch die Q gewonnen, aber gewonnen. Und Ja, kann man auch mal. bei einer Show in Italien hätte er gegen Andre ein Match haben sollen, hat gemeint, er geht nicht, er muss jetzt am Knie operieren lassen, weil schwer verletzt und ist deswegen gefeuert worden, weil Vince gemeint hat, du Pussy, warum kannst du nicht später machen lassen? Genau. Weißt du, das ist Tja. wahrscheinlich dann so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja. Es kann halt durchaus sein, ich meine, es wäre jetzt nicht das erste Mal, und es wäre nicht das letzte Mal, dass Leute eben aus politischen Gründen dann ihre Siege nicht Ja. bekommen. Ja. Ja, ich meine, ist am Ende für uns auch sehr schwer nachzubauen, ne? Man, alle hören verschiedene Sachen, verschiedene Quellen und der sagt das und hast du nicht gesehen und der sagt sowieso nur, was ein anderer schon mal gesagt hat und schon wird die Aussage eine ganz andere. Aber ich weiß halt, dass bei mir im Kopf ist das halt so eine prägende Erinnerung, also jetzt nicht nur im Build-up auf diese Time Machine, sondern ganz generell Wrestling, den ersten Rumble sollte Bam Bam gewinnen. Das ist bei mir so ein Wrestling, so eine Synapse, weißt du? Und ja, wieso, weshalb, warum, ist dann halt wirklich sehr schwer rauszufinden im Nachhinein. Ich meine, da greifen wir jetzt ein bisschen vor, aber wenn du schaust, wie sang- und klanglos bei WrestleMania 4 dann auch ausscheidet in der ersten Runde, da sind die Zeichen schon auf Ja. ganz steil hoch zur Suse und ganz steil wieder runter danach. Ja, richtig. Also, wie gesagt, selbst bis zum Rumble, er kriegt ja alle großen Siege. Er darf Harley Race besiegen, er darf Honky in einem Non-Title-Match besiegen, haben wir eben schon gesagt, er hat King Kong Bundy in 5 Minuten besiegt, hat Andre in 3,5 Minuten besiegt, zwar durch die Q, aber ist ja wurscht. Er hat alle besiegt, er hat One Man Gang besiegt, er hat Butch Reed besiegt, er hat eigentlich die komplette Heel-Garde klar besiegt und außer Andre alle mit einem Pin. Viel mehr Build-up kannst du nicht kriegen. Ne? Und wie gesagt, nicht nur House-Shows, sondern eben bei Primetime ausgestrahlt. Und das ist dann schon ganz klarer Build-up zu einem absoluten Topstar und dann eben auch ganz schnell, nämlich mehr oder weniger mit einem Stichtag 24.01., vielleicht kurz vorher, vielleicht kurz nachher, aber auf jeden Fall, nee, eher kurz vorher oder am selben Tag. Denn dann geht es ja auch dann ganz schnell wieder andersrum. Denn danach ist von Bam Bam ja, zumindest bis zu seiner Rückkehr, dann ein paar Jahre später, ist ja von Bam Bam gar nichts mehr mitzubekommen. Er geht ja Richtig. wirklich sang- und klanglos unter. Er kriegt ja dann im Gegensatz zu dem, was er vorher Gutes bekommen hat, nämlich die ganzen Siege gegen die Top Heels, da muss er sich für jeden hinlegen. Out of nowhere. Ja? Und frisst ja auch in den Tag-Matches mit Hogan dann zum Teil ja die Falls. Dass eben Andre und DiBiase gewinnen können. Also das ist echt schräg. Aber jetzt, wo wir das alles ein bisschen aufdröseln, das klingt insgesamt wirklich wie so eine Art Bestrafung. Ne? Also von jetzt auf gleich volle Power und dann, naja, ach doch nicht. Und dann wieder alles rückwärts. Naja, gut, wir können es nicht komplett aufdröseln, würde ich sagen. Lass uns lieber auf den eigentlichen Rumble gucken. Was hast du? Was ist erwähnenswert? Also die Nummer 1 ever ist Bret Hart. Und die erste Eliminierung ever ist Butch Reed durch Jack Roberts. Das habe ich mir aufgeschrieben, beides. Wer Und vielleicht noch so ein paar Gedanken. ist die Nummer 2 ever? Tito. Ja. Ist ganz nett, dass Tito Santana das allererste offizielle Royal Rumble Match beginnen darf, nachdem auch schon im allerersten WrestleMania Match stand. Ah, stimmt. Das finde ich so als Fun Fact echt gut und nett zu sehen. Was ich jetzt in der Recherche auch gehört habe, war die Gedankenspielerei damals schon, dass man vielleicht eben nicht nur auf Hulk setzen möchte, sondern vielleicht auch mal wie so einen von den kleineren, technisch versierteren Jungs, eventuell vielleicht auch jemanden mit einem Migrationshintergrund,
pushen könnte, um andere Zielgruppen anzusprechen. Und da waren genau diese beiden Namen hier im Gespräch. Bret Hart und Tito Santana. Mhm. Ja, es ist dann halt der Hitman geworden, weil er halt dann doch ein bisschen besser zu vermarkten ist. Hilft ja nicht, wenn die Stimme der WWE halt Chico Santana die ganze Zeit runter macht. der auch noch so einen blöden Sombrero auf der Hose hat. Also ja, aber Tito-Promos waren echt nicht gut. Also Tito-Promos sind vielleicht besser als aktuelle Humberto Carrillo-Promos, aber Tito-Promos waren echt nicht gut. Ja, da ist ja dann, ich weiß nicht, bei welcher Show das mal war, aber da weiß ich noch, das ging raus aus diesem Interview und Jesse Ventura sagte, did that really took that long? Also, ne, keine Aussage in dem ganzen Interview, so verwegen und dann am Ende, das hat jetzt echt zu lange gedauert, das rauszukriegen. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, welche Show das war, aber das habe ich noch im Ohr. Er hätte auch einfach sagen können, dass er da ist, um Lucha-Thing zu machen. Lucha. Was ich in dem Match auffällig finde, im Vergleich zu so ziemlich jedem Rumble-Match, was danach kommt, ist, dass man hier noch überhaupt nicht auf diese Stipulation eingeht, jeder gegen jeden, sondern du hast hier eine ganz klare Babyface-Heel-Trennung. Obwohl es einen Spot in dem Match gibt, wo die hier so lange gehen, ne? Sind das Harley Race und Boris Zukov? Und dann, wenn es schon sagt, it's every man for himself? Ja, aber ich meinte, es liegt auch daran, dass es böse Russen sind. Ja. Böse Russen mag sowieso keiner. Aber du siehst ja halt auch gerade in der Anfangsphase, ja, Bret Hart und Tito Santana starten, der nächste ist dann Butch Reed, ne? Ja. Und dann kommt Jim Knight und da hast du einfach drei Heels gegen ein Babyface und das ist natürlich die optimale Vorbereitung dann, dass das nächste Babyface mit Jake Roberts dann einen Riesenpop bekommt. Das ja, und selbst im Kommentar ganz, wird das so aufgegriffen. Weil, ich glaube, Jesse Ventura ist das, ne? Der immer wieder zwischendurch zählt. It's 3 gegen 3, wenn 4 gegen 3, einer wird raus, it's even again. Also wirklich immer Heels gegen Faces. Er hat immer einen Blick dafür, wie ausgeglichen oder nicht ausgeglichen es ist. Da ist halt wirklich klar, gut gegen böse. Ja. Wird selbst am Kommentar dir so suggeriert. Ja. Bret Hart ist der erste Iron Man. Ja. Ja, mit über 25 Minuten. 25:42 steht hier bei Wiki. Mhm. One Man Gang ist der erste mit den meisten Eliminations, mit 6 waren es, glaube ich, ne? Ja. Ich meine, man hat ihn echt gut dargestellt damit. Es ist natürlich jetzt so ein kleines bisschen mitkaderig, ja, weil eben potenziell große Namen nicht mit am Start sind. Aber ich meine, klar, wenn du nebenbei noch eine Hausshow fährst, dann ist dann halt da ein Macho Man im Einsatz. Und ich meine, wenn Macho Man hier drin gewesen wäre, hätte das Ding auch gewinnen müssen. Ja, wäre das nicht sinnvoller gewesen? Wieso sollst du mit Macho Man da einsetzen, wenn du woanders einsetzen kannst und zweimal Geld verdienen kannst? Ja. Aber also, das hier ist ein TV-Special. Das ist ein Spatz in der Hand. Lass doch Duggan auf den IT-Titel geben bei der Hausshow. Die Overness dabei zieht doch dieselbe. Aber Honky war doch eine Zeit, wo die Leute nicht in die Halle gegangen sind, weil da ein bestimmter Wrestler war, sondern weil da die WWF war. Ja, aber Honky und Macho Man zieht mehr, weil da eine Fehde ist. Ja. Ja, dann macht es beim Rumble. Das meinte ich ja vorhin. Ich verstehe das nicht, warum man so viele gute Leute und auch sehr präsente und auch wichtige Charaktere gerade in Stories. Guck mal, wir haben Axe und Smash mit Demolition, die sich in der Fehde mit Camper Terror befinden und das findet bei dieser Hausshow statt. Die Russo Brothers debütieren gerade relativ frisch. Bad News Brown Promos beginnen gerade. Die hätte man auch irgendwie im Rumble bringen können, vielleicht sogar als Debüt. Hätte ein paar Leute rausgehauen, hätte dann eben vielleicht den Rekord von Roman Gang gehabt oder so. Du hast mit Seeker, also dem Papa Reigns, hast du da anständig ja, Heel Heat, der wirklich vom Gang her seinem Sohnemann echt aus dem... verwechsel ich gerade? Nee, ist richtig, ne? Seeker? Ist der Vater von Roman. War richtig. Ich hatte gerade irgendwie einen Brainfart. Ich habe gedacht, hast du es richtig erzählt? Man sieht wirklich im Gang, wie ähnlich die sich sind. So von der Stirnhöhe und auch, wie gesagt, von der Körperbewegung. Man sieht da wirklich eine ganze Menge Resemblance in Seeker. Und wie gesagt, auch das Buch gegen sick Greg dog. Valentine. Bitte? The Big Dog and the Sick Dog. Oh. aber selbst hier Beefcake gegen Valentine, ne?
Would you be my Valentine only if you would be my Beefcake? Das hättest du auch beim Rumble bringen können. Wenn nicht als Rumble-Match innerhalb der Card, dann wenigstens in einem Aufeinandertreffen innerhalb des Rumble-Matches. Aber ich glaube, das hat man hier im ersten Rumble noch nicht so hinbekommen, dass man hier Stories mixt, so nutzt, was gerade da ist. Denn guck mal, selbst Duggan und Harley begegnen sich nur bedingt, weil Harley in dem Menschen raus ist, wo Duggan reinkommt und dann bewegt. Aber ich gebe dir noch eine mit. Ja, ja, klar. Kevin Owens gefällt das. Aber es ist halt irgendwie, wie gesagt, du hättest, so wie das heutzutage ganz normal ist, oder auch schon relativ schnell in den weiteren Royal Rumbles schnell normal wurde, dass du Story aufeinandertreffen innerhalb des Rumbles hast, weil sie sich dort wieder begegnen. Ja. Und ja, gut, es war ursprünglich nicht geplant, 30 Mann anzusetzen. Das heißt, es ist auch schwierig zu sagen, hey, sie hätten auch damals schon 30 machen können. Die Idee war aber leider 20. Das heißt, du hast ja gar keinen anderen Gedanken. Hey, wir brauchen mehr Leute, weil wir haben ja 20 angesetzt. Aber ich sag mir halt, wer da auf der anderen Card mit dabei ist, die sind zum Teil so wichtig und hätten dieser Rumble-Card so gut getan. Jein. Nicht? Also für mich hätte es dann tatsächlich so ein kleines bisschen Perlen vor die Säue. Weil wir eben beim Erstversuch sind, wir nicht genau wissen, wie dieses Match ausschauen soll. Wieso solltest du denn dann dieses Match künstlich mit Stars vollstopfen, wenn du genau die gleiche Reaktion auch mit einem Boris Zukov bekommst? Wieso sollst du einen Macho Man einsetzen? Ja, klar, ich verstehe. Verstehst du? Und ja. Egal, was du da machst, das haben wir ja bei den ganz alten Shows eben schon so oft gesagt. Ja, da wird ein Schlag ins Gesicht genauso abgefeiert wie heutzutage ein 630. Jetzt mal überspitzt ausgedrückt. Ja, ich weiß schon. Und die Fans sind einfach geil darauf, irgendwelche WWF-Wrestler zum Ring kommen zu sehen. Ne? Jetzt bekommen sie 20 in einem Match. Ja, dann ist es denen doch wurscht. Also nicht wurscht, aber dann nehmen die einen Outlaw Ron Bass genauso hin, wie wenn du den jetzt deinen Honky Tonk Man präsentieren würdest. Ja. Und die Leute, die du dann eben nicht hier auf der Rumble Card hast, dann packst du die auf eine zweite Show und verdienst doppelt Kohle an dem Abend. Ich meine, das ist die gleiche generelle Kritik, die wir ja auch bei den Roundtables oft genug geäußert haben und auch immer noch äußern und weiterhin äußern werden. Bei den ganzen New Japan Shows, die jetzt halt aus einer Destruction Card 3 machen, ja, die Cards damit ein bisschen verwässern, aber halt dreimal die Halle voll bekommen. Ja. Ja, ich meine, letztendlich ist das Ganze hier Business. Ja, klar. Ja, wenn ich damit wo waren wir, Nova Scotia, Halifax, die Halle voll bekomme, ich habe jetzt hier keine Zuschauerzahl da. Rumble? Nee, für die Hausshow. Achso, nee, habe ich auch nicht. Aber ich würde sagen 3.500 bis 6.000, das sind ungefähr zu der Zeit die Hausshow-Cards. Dann sagen wir mal 3.500 bis 6.000 Tickets verkaufen oder 3.500 bis 6.000 Tickets nicht verkaufen. Ja, klar. Das sind 7.000 bis 12 Tickets, die wir verkauft haben oder eben auch nicht. Ja, ich verstehe schon. Hashtag Mathe-Ass. Ja, ich finde halt so, ich finde das ein bisschen schade, weil man halt, also für uns rückwirkend ist der Royal Rumble halt ein Big Four. War damals nicht geplant, ist logisch. Und was da Potenzial drin gewesen wäre, nämlich diese Stories, die du da gerade hast. Ja, einen heißen Beefcake gegen eben den wahrscheinlich meist eingesetzten Wrestler neben Bam Bam mit Greg Valentine, von dem du auch so viel hältst, hättest du gut auf eine Rumble-Card packen können. Ist doch mega Interesse drin im Publikum. Ja, anstatt den Young Stallions die British Bulldogs in den Main Event packen, anstatt Ricky Steamboat gegen Rick Root jeweils beiden anderen Gegner geben und du hast in beiden irgendwie sinnvollere Variante, was für sie gerade passt. Ja, lass Rick Root einen Coco Beware irgendwie besiegen und lass irgendwie Ricky Steamboat, keine Ahnung, vielleicht sogar anstelle des Macho Mans gegen den Honky Tonk Man wresteln. Ist alles viel sinnvoller für so eine Royal Rumble Card als das, was hier so an drumherum gezeigt wurde, aber durchaus am Potenzial innerhalb des Rosters da gewesen wäre. Was also, mir jetzt zum Beispiel an Namen überhaupt fehlen würde, ja, also deswegen habe ich erst gedacht, der wäre vielleicht auf der Card von der Hausshow mit drauf, ist ein Rick Martell. Ja. Ja, aber jetzt hast du vorher noch Bam Bam erwähnt, das denke ich mir so, ja klar, wo ist der eigentlich? Die Bulldogs. Muss in die Bulldogs, ja. Fehlen bestimmt noch mehr.
Ich müsste jetzt Gedanken machen, wer alles noch in den anderen Shows mit dabei war, aber fehlen bestimmt noch welche. Ja, wir müssen jetzt nur einfach mal die Card von der Survivor Series daneben legen und dann finden wir mit Sicherheit noch etliches an Namen. Aber ich finde grundsätzlich ist das Rumble-Teilnehmerfeld absolut in Ordnung. Ja, aber guck mal, ja, die ganze Heenan-Family ist nicht da. King Kong Bundy, Hercules, alle nicht da. Ja, ich bin der Meinung, dass die Face-Spitzen, die da kommen, so geschickt platziert sind, dass sie jedes Mal einen schönen Pop generieren. Ja, also Tito Santana startet, dann der erste große Pop mit Jake Roberts, dann dauert es ein paar Teilnehmer, dann kommt Dingsy Bumsy hier, Jim Duggan. Dingsy Bumsy, ja. Dingsy Bumsy. DB. DB, Daniel. Genau, der auch. Dingsy Bumsy. Ja, dann der Warrior zu einem noch etwas kleineren Pop, als es später der Fall sein sollte, ja. Und dann der Jay White als letzter Teilnehmer. Das ist schon sehr gut aufgebaut. Und die Heels, die da am Start sind, die sind auch over genug als Heels, dass sie eben Reaktionen bekommen. Also grundsätzlich bin ich mit dem Teilnehmerfeld zufrieden. Besser Jay machen. White ja schon fast mit dem letzten Hurra, ne? Ja, ja, klar. Und wie gesagt, besser machen und prominenter machen könnten wir es durchaus. Frage ist, ob man es machen muss. So wie man es gemacht hat, habe ich kein Problem. Nee, ich hab auch gar kein Problem mit der Card so an sich. Mich ärgert halt so bestimmte Sachen, dass du einen Build-up hast in den Shows, die aber dann zum Teil irgendwie ins Nichts führen, sondern einfach für eine House-Show-Card dann gebuild-upt wurden, aber im National Television halt durch Promos dann sozusagen vorbereitet wurden. Und dann hätte ich doch den Rumble nutzen können, das da auch noch zu präsentieren, weißt du? Und so sieht man es halt rückwirkend irgendwann, keine Ahnung, Mitte Februar, Ende Februar, auf der weiteren Road to WrestleMania, sieht man dann irgendwann, dass dieses Match tatsächlich stattgefunden hat im Januar. Mhm. Also das finde ich halt ein bisschen schade. Ich glaube, grundsätzlich muss man halt auch betrachten, dass es hier halt kein Pay-Per-View ist, sondern eben ein kostenlos im TV verfügbare Event und dass man deswegen eben vielleicht nicht jede Fehde dort reingepackt hat. Ja. Weil letztendlich so viele Pay-Per-Views hast du nicht im Jahr. Also hast du auch nur so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit Matches. Ja, zu dem Zeitpunkt hattest du zwei. Ja. Gerade jüngst. Du hattest immer einen. Ja. Gerade jüngst, du hattest halt einen zweiten. Das ist jetzt also immer noch zwei. Ja, selbst Main Event ist ja dann immer noch zwei. Ja. Und es kommt ja dann erst zum SummerSlam kommt ja erst ein Dritter dazu und erst 89 kommt ein Vierter dazu, weil dann der Rumble als Pay-Per-View gilt. Eben. Weißt du, letztendlich, wenn du Kohle verdienen willst mit diesen großen Fädenenden, dann musst du es halt ein bisschen strecken. Ja, klar. Aber wenn wir gucken, das Teilnehmerfeld des ersten Rumbles, 10 davon haben nie wieder ein Rumble-Match. Also, habe ich nicht selbst rausgefunden, hat What Culture rausgefunden. Die Killer Bees, Don Morocco, Butch Reed, Junkyard Dog, Harley Race, Hillbilly Jim, Danny Davis, Boris Zukov und Sam Houston haben ihr erstes und einziges Rumble-Match. Aha. Das ist schon krass. Das sind alles Namen, also abgesehen von Boris Zukov und Danny Davis vielleicht oder auch Sam Houston mit Abstrichen, das sind schon Who's-Who-Namen. Ne, zu einer gewissen Wrestling-Phase. Und dann hat What Culture auch rausgefunden, dass es eben auch eine Phase ist, wo viele Leute noch gar nicht da waren, sondern erst in 1988 mehr oder weniger dazukommen. Auch die Liste ist mega spannend, weil da sind die Brainbusters drin, Arn Anderson und Tully Blanchard, Bad News Brown, der jetzt gerade im Januar 88 debütiert ist und dann, wie gesagt, kurz nach dem Rumble auch in die TV-Ausstrahlung dann auftauchen wird, die Powers of Pain wechseln, ja, von der WCW oder von Jim Crockett Promotions, whatever, von Terry Taylor, den Big Boss Man, Mr. Perfect und den Rockers ist auch erst im Laufe des Jahres 88 was zu sehen. Und auch das sind dann wieder Namen, die natürlich dann für die nächste Zeit, nämlich dann ab 88 und zum Teil bis lange in die Zukunft dann sehr präsent im Produkt dargestellt werden. Das heißt auch hier wieder ganz klare Übergangsphase. Nämlich fast die Hälfte des Rosters wird getauscht. Mhm. Der eine raus, der eine Teil raus, der andere rein. Ja. Und deswegen ist das auch, vielleicht ist das Ganze auch dem geschuldet, dass dieser Rumble dann so aussieht, wie er aussieht. Ich habe auch wirklich, habe auch eigentlich gar keine Kritik daran, wie es gemacht wurde. Ich finde es nur so ein bisschen schade, weißt du? Dass immer solche Sachen, was wäre denn gewesen, wenn das hier noch mit drauf wäre? Weißt du, dann würden doch Leute auch rückwirkend diesen Rumble 88 noch als viel attraktiver bewerten. Und er wäre damals auch garantiert doch attraktiver gewesen, als er es dann jetzt war. Mit Sicherheit, ja. Also wie gesagt, aufstocken könntest du immer.
Aber wie auch gerade schon gesagt, ich finde ihn so, wie er ist, okay. Ich find auch schön, dass man so direkt im ersten Rumble, first time ever, auch direkt eine Familienreunion mit drin hat, eben mit Brett und Jim, die ja verwandt sind, also verschwägert sind. Und Jake Roberts und Sam Houston, die ja Halbbrüder sind. Das ist so ein ganz nett kleiner Fun Fact. Das wusste ich, glaube ich, gar nicht. Muss es nicht? Ja, ich glaube nicht. Ja, sind Halbbrüder. Also Rockin' Robin ist ja die Schwester von Jake. Die ist Kann sein. ja an dem Tag bei der Hausshow eben gegen Sherry Ja, im Einsatz. ja. Und Sam Houston ist der Halbbruder von ihm und die sind sie sogar kurz im Match begegnet noch. Was war eigentlich da los mit Muraco und Volkov? War das Absicht, dass die gleichzeitig rauskommen? Weißt du da was? Oder Nee. ist Volkov einfach der dumme Russe, der kann unsere Sprache nicht, der weiß nicht, wann Ja, 12 pass ist. auf. Ich habe von ganz vielen Leuten, also wie gesagt, wieder Shoot-Interview-Dingesgeschichten, ne? Da greifen ja dann sowohl, ob das jetzt bei Kayfabe-Commentaries oder bei RF-Video oder bei Highspots, greifen die Interviewer ja in der Regel auf, was hast du gedacht damals, als das und das passiert ist? So, und da wird natürlich auch gefragt, wenn so eine neue Stipulation auftauchte, wie erging es euch damit? Und grundsätzlich haben die meisten Wrestler auf diese Frage geantwortet, wir waren sehr verwirrt. Also viele Wrestler haben wohl die Komplexität der Match-Regeln nicht verstanden, obwohl ich halt sagen muss, ich habe so ein bisschen zwar mitbekommen, dass Leute dann ja, Fehler machen, so ein bisschen Verwirrung, zum Teil nur Brawls oder dieses wilde Umhergucken, wo ist eigentlich genau der, den ich jetzt gerade angreifen will, oder auch dieses ganz klare, ich greife nur den Bösen an, wenn ich ein Guter bin und umgekehrt. Aber es heißt, Backstage soll es sehr viel Verwirrung gegeben haben und nahezu jeder Wrestler hat bei den zwei Agents, also Hauptagent Pat Patterson und Nebenagent, wer auch immer da eingestellt war, waren halt zwei Leute, die das Konzept dann sozusagen vorbereitet haben, gefragt und bis raus zum Curtain soll Pat Patterson einen der arbeitsreichsten Tage seines Lebens gehabt haben, heißt es. Weil die Leute ihm dann halt nur abgekaut haben, ist das so richtig, kann ich das so machen, ist das das, ist das deine Idee, und das alles nicht verstanden haben. Und deswegen ist tatsächlich, das hat auch Hacksaw, glaube ich, gesagt, weil der natürlich auch dann interviewt wird wegen dem Sieg im Rumble-Match. Und ich glaube, Hacksaw hat gesagt, ich glaube, Nikolai ist wirklich verwirrt gewesen, denn also Duggan ist ja dann direkt der Nächste, der rauskommt. Und die müssen alle in der Gorilla gestanden haben, so mehr oder weniger aufgebahrt, wer als Nächstes rauskommt. Und irgendwer sagt dann immer, go, go, go. Und Nikolai hat sich angesprochen gefühlt, obwohl Morocco gemeint war. Und deswegen sind beide gleichzeitig raus. Das heißt, eigentlich ein Fehler, aber irgendwie doch nicht und lustig. Aber das hat Hector dann in seinem Interview gemeint, das spricht halt dafür, wie aufgeregt und auch ja, angespannt die Leute waren, keinen Fehler zu machen während dieses Matches, dass das funktioniert, dieses Konzept, weil man das Backstage dann sehr. Also wie das hier, das ist der neue heiße Scheiß, ja. Das Match-Konzept muss funktionieren. Macht bitte keine Fehler. Hat wohl jeder auch bekommen, auch in der öffentlichen, nicht öffentlichen, aber in dieser im Town Hall Meeting, wo dann alle Wrestler drumherum im Ring sitzen und dann irgendwer dann gesagt hat, hier, darauf müsst ihr heute achten, blub blub. Das war damals ja noch so, ist bei einigen Indie-Ligen immer noch heute so, wo das vor der Show so gemacht wird. Und da wurde das so suggeriert, Leute, passt auf, wisst ihr alle euren Spot, wer kommt vor euch, wer kommt nach euch, wen müsst ihr rauswerfen, habt ihr alles auf dem Radar, wurde sehr viel abgeklärt und deswegen war sehr viel Anspannung, weil einige Leute sich überfordert fühlten aufgrund des Regelwerks und Hexer meinte, Nikolai war wohl ein bisschen zu stürmisch. Wie Morocco dann auch direkt umbumst und Volkov dann 2 Minuten draußen stehen bleibt, bis er rein darf. Ja, weil die Refs ihn dann abhalten davon, ne? Ja, schön. Aber auch das finde ich gut vom Kommentar aufgegriffen, so von wegen, ist das eigentlich jetzt erlaubt? Darf der jetzt rein? Der ist ja offensichtlich der Nächste, der rauskommt. Darf der jetzt schon rein? Und das fand ich eigentlich ganz, ganz niedlich dadurch, wie man das gelöst hat. Also aus einem Fand ich auch Fehler was gut. gemacht, gleichzeitig dem Zuschauer das Regelwerk näher bringt. Also, why not? Ich fand es auch unglaublich stark zu beobachten, wie over Jake und gerade sein DDT war. Also der DDT ist ja mehrfach gefordert worden im Match, kommt kein einziges Mal. Gar kein Finisher. Ist ein Rumble. Also,
Grundregel bis, ich weiß nicht, irgendwann in den 90ern, glaube ich, oder? Während einer Battle Royal zeige keinen Finisher, weil das den Momentum der Wrestler um dich herum wegnimmt. War eine Regel. Aber einen schönen Piledriver von Brett gibt's. Ja, aber ist ja nicht, also ist ja nur ein normaler Signature, Move. Genau. Ja, nicht mal, oder? Weiß nicht. Und gab sich auch irgendwie eine Heart Attack gegen Brett von Jake und Tito? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Radar. Kann durchaus sein, ja. Ja, also mit wenig Zeug Publikum maximal abgeholt, meiner Meinung nach. Also auch da gab es ein gutes Six-Man-Tag. Irgendwie Sam Houston und Danny Davis haben ja so eine Mini-Fehde gegeneinander. Also es ist ja mehr wie Hart Foundation gegen Sam Houston und ein paar andere drum ihn herum. Und da gab es eine interessante Heart Attack, die ja damals auch noch nicht so hieß. Nämlich Danny Davis ist der legale Mann. Und Neidhart wurde gerade ausgewechselt. Neidhart packt sich den Gegner, ich glaube, das war Lenny Poffo. Ich jetzt nicht. Nee, es war Sam Houston. Es war Sam Houston. Lenny Poffo war ein weiterer Tag Team Partner. Und er nimmt ihn halt hoch und geht mit Sam Houston Richtung Seil. Draußen steht Bret Hart und der springt den Heart Attack sozusagen am Apron, trifft den im Ring haltenden Sam Houston da mit Jim Neidhart und die Aktion führt da zum Sieg. Ganz interessante Variante dann von dem späteren ganz klaren Finisher der Hart Foundation. Finish-Phase, wollen wir da gleich drauf eingehen? Ja. Ist dann ein ganz klassisches 2 und 2 gegen 1, 2 Heels gegen ein Babyface mit One-Man-Gang und Dino Bravo gegen Hacksaw, wo Hacksaw eben erst dafür sorgt, dass Dino Bravo rausfliegt, weil eine Aktion von Gang daneben geht, ne? Ja. Ja, Dino Bravo hält ihn irgendwie fest. Gang kommt oder also OMG kommt mit einer Closeline angelaufen und Hacksaw duckt sich ab und dadurch befördert OMG halt Bravo raus. Und OMG eliminiert sich ja im Endeffekt auch selber, indem er angestürmt kommt wie eine Dampflok und Hacksaw zieht einfach nur das Seil runter. Ja, wo Jesse doch meinte, der ist doch nur hingefallen, so viel Höhen hat er gar nicht. Ja. Cool. Was ich übrigens schade finde, dass JYD bloß 2,5 Minuten drin ist, damit der kürzeste im Rumble als letzter. Naja. Aber zeigt eben auch schon, ne? Ist schon der Way out. Definitiv. Auch wenn er immer noch sehr over ist. Was halt so wieder dieser kleine Wrestling-Fun-Fact an der Geschichte ist. Ja, es sind 20 Mann Rumble, 2 starten, 18 kommen dazu in 2-Minuten-Intervallen. Das Rumble-Match dauert insgesamt nur 33 Minuten. Obwohl es eigentlich mindestens 36 gehen müsste. Aber auch das hat Bruce Pritchard im Podcast gemeint, das mit der Uhrzeit, das nehmen wir nicht so genau. Wir schicken die Leute dann halt raus, wann es gerade passt. Und wie du es ja, eben gerade auch schon beschrieben hast, die standen wirklich alle im Gorilla und die haben die Leute rausgeschickt, wie es eben gerade gepasst hat. Ja. Ja, das ist ja, auch in Interviews, die ich dann so gerne gucke oder höre, das ist ja etwas, was in den Rumble-Matches, was wir sehr gerne kritisieren, aber was Backstage überhaupt kein Element ist, denn man richtet sich grundsätzlich nicht an der Uhr aus, sondern an den stattfindenden Spots. Das heißt, wenn ein gewisser Spot erfüllt ist oder eine Situation kreiert wurde, bis der nächste kommt, dann geht der Countdown los. Ja. Das war damals mehr oder weniger so, dass die dann direkt rausgeschickt wurden. Okay, du bist dran, da ist alles vorbereitet, du bist dran. Zeit für ein Duell, ne? Du bist dran. Aber heutzutage ist es nicht viel anders. Deswegen haben wir diese völlig unterschiedlichen Zeiten, das natürlich gut abgestimmt ist auf das jeweilige Intervall des dann Rumble-Matches, ob das jetzt 1,5 Minuten sind oder 2 Minuten oder. Da wird also die Spottigkeit innerhalb dieses Zeitintervalls wird vorbereitet, aber sobald die Wrestler das eben fertig haben, ob das jetzt 10 Sekunden länger dauert oder weniger dauert als dieses 2 Minuten Zeitintervall, dann geht der Countdown los. So ist es eben. Und so als roten Faden durch die Sendung heute muss ich einfach auch hier wieder Jesse Ventura loben, der dann am Schluss dann dasteht, von allen Leuten, die dieses Match gewinnen konnten, ausgerechnet der... It's him. Voll gut, ja. Dieses Angewiderte, das ist ja fantastisch.
Der hat ja auch schon bei den Slammy Awards, als er einen Hexagon Award bekommt, dann geht er ja einfach. Nö, dem gebe ich den nicht. Ja. Ja. Genau. Man könnte so langsam merken, dass Jesse Ventura so einen ganz besonderen Platz für mir hat. Ja, ist ja auch super. Er macht das ja hervorragend. Ja, einer der besten Kommentatoren, die wir da jeweils hatten. Der hat auch so eine wunderschön prägnante Stimme, ja, und Intonation und ja, alles top-notch. Absolut. So, was haben wir jetzt? Was habe ich hier noch als mega? Ah, genau, Harley Race Schaukel habe ich mir aufgeschrieben. Harley Race schaut übrigens unglaublich alt aus in dem Match. Ja. Ich meine, er ist Mitte 40 und er schaut aus wie 70. Ja. Tut aber in seinem WWF-Run komplett, oder? Ich meine, immer ja, schon. Ja. Das ist halt einfach so. Aber Harley sitzt irgendwie auf dem zweiten Seil und Jake Roberts haut ihn immer wieder und dann schaukelt er so runter und federt wieder zurück. Also, das sieht ganz witzig aus. Aber es ist ja auch so ein Harley-Spot. Ja, dann habe ich mir das mit der Verwirrung aufgeschrieben, dass man durchaus erkennen kann, dass wir das da zum Teil gerade nicht genau wissen, was müssen wir eigentlich machen. Dieses wilde Umhergucken vom Kopf, wer ist wo, wo muss ich hin, Arme hoch zu einer Aktion und dann doch nicht durchziehen, weil ein anderer den inzwischen angegriffen hat. Das sind alles so Sachen, das ist in den ersten Rumbles noch sehr auffällig, dass Leute ein bisschen überfordert oder verwirrt sind oder eben Dinge nicht komplett durchziehen, so wie es vielleicht eigentlich gedacht war. Ja, JYD, die 20, einer von denen, die sich mehr oder weniger fast selber eliminieren, genauso wie Don The Rock Morocco, denn die werden ja übers Seil befördert und bleiben dann kurz auf dem Apron sitzen, könnten eigentlich zurück in den Ring, aber hüpfen runter vom Apron. Also es sieht so doof aus. Ich weiß halt, bei Morocco ist es halt aufgrund des nicht so doll auf den Rücken bumpen dürfen. Ja, der hüpft dann entsprechend auf den Arsch und schwingt dann weiter sozusagen auf den Boden, aber JYD hätte auch gut und gerne wieder zurückgekonnt, ne? Also, das sieht ein bisschen unglücklich aus. Wenn wir heutzutage gucken, dass Shawn Michaels und Dolph Ziggler, die bleiben am Apron hängen und kämpfen bis zum Letzten, dass sie auch ja nicht rausfliegen. Und hier, da, ne, kleines Fähnchen im Wind, ha, ich bin übers oberste Seil geflogen. Huch, ja. Oder Outlaw Ron Bass, der mehr oder weniger selber in Richtung Seil läuft und selber rüberspringt, ohne richtig Gegenwehr zu haben. Also, mithilfe, dass er so rausgeworfen wird. Ich weiß gar nicht, wer hat ihn denn rausgeworfen? Mal kurz mal gucken. Ron Bass, wo ist er denn? Don Morocco, okay, war ein Don Morocco-Spot hat dann scheinbar The Rock irgendwie ein bisschen verpasst, denn Ron Bass springt eigentlich, er läuft irgendwie Richtung Hardcam Ron Bass und springt mehr oder weniger selber raus und eigentlich hat Morocco gar nichts Stimmt. gemacht. Stimmt. Das ist also komisch. Ja, das sieht alles ein bisschen schräg aus, aber gut, vielleicht wollte Ron Bass einfach nur nach Hause. Vielleicht hat Betsy irgendwas gewollt. Also Betsy ist die Peitsche von Ron Bass. Vielleicht wollte Betsy irgendwie ein bisschen gepflegt werden oder so. Keine Ahnung. Übrigens, ja? so kleiner Fun-Fact und Insider hier. Jedes Mal, wenn ich Ron Bass sehe, muss ich immer an Frankie denken. Warum? Und seine Anekdote, die er schon mehrfach im Podcast erzählt hatte. Bei der Legend Show. Wie er bei der Legend Show mit seinem Sohn damals eben Ron Bass getroffen hat. Und ist so ein lieber alter Mann gewesen. Ja. Und jedes Mal, wenn ich Ron Bass sehe, denke ich da an Frankie und seine Anekdote. Kann ich auch sehr empfehlen, habe ich damals, glaube ich, auch schon gesagt. Das Shoot-Interview mit Ron Bass ist mega gut. Der hat eine sehr angenehme Stimme zum Zuhören und scheint ein sehr geerdeter Typ zu sein. Macht richtig Spaß, dem zuzuhören. Also kann ich absolut bestätigen. Nicht, weil ich ihn live getroffen habe, sondern weil der Typ irgendwie sehr sympathisch wirkt. Was ich sehr beachtlich fand, war, wie relativ leise es war, als The Warrior zum Ring kam. Ja. Weil er halt auch noch relativ frisch war. Ja. Und wie komplett belanglos sein Ausscheiden war. Ja. Also hat nichts gerissen im Ring, keine Eliminations und ist von Bravo und OMG sang- und klanglos einfach der raus befördert worden. Ja. Weißt du überhaupt, wie der Ultimate Warrior zu. Beginnt ja auch erst. Weißt du überhaupt, warum der Ultimate Warrior heißt? Also, warum Ultimate? Nee. War ja früher im Team mit Sting als Dingo Warriors, ne? Ja. Und als er dann zur WWF gewechselt ist, hat Vince sich nicht vorstellen können, was ist denn bitte ein Dingo Warrior? Ja, das klingt ja total bekloppt. Und nur Warrior war ihm zu nackt, weil es gibt ja gleichzeitig ja draußen auch Road Warriors und sowas, ne? Und deswegen hat er natürlich in seinem schönen Superlativ-Wahn beschlossen, dann ist das jetzt hier The Ultimate Warrior. Habe ich mir fast gedacht. Also, es war ja einfach jetzt, das, ne? Es ist so ein Vince-Ding. Das habe ich mir schon gedacht jetzt fast, ja. 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 Warum auch nicht? Weil, ja, das, einfach, ist unser, weil, das ist weil, unser weil einfach Krieger, nur, also ist der ultimative Krieger, ist doch klar. Ja, weil The Warrior wäre einfach nur zu wenig gewesen. Für Dingo Warrior hat ihm nicht gefallen, weil da draußen eben schon die Road Warriors waren. Ja.
Power Warrior gab es auch schon. Power Warrior gab es auch schon. Es gab ja diverse Warriors. Aber es gab mehrere Warriors, ja. Vor allem, wenn man dann ein bisschen über den Teich hinwegguckt, ne? Und deswegen ist es dann The Ultimate Warrior. Ja, ich glaube, das habe ich sogar mal irgendwann gehört, dass da irgendwie darüber gesprochen wurde, dass wie Vince diesen Namen gebaut hat, dass er da unzufrieden war. Ach, das ist jetzt unser Krieger. Dann ist es nicht nur irgendein Krieger, dann ist es der Krieger. Dann müssen wir das auch so ausdrücken. Also der Ultimative. Ja, doch, jetzt so ein bisschen klingelt da was. Na gut, genau, ich habe noch eine lustige Anekdote von Jesse Ventura, wo ich wirklich lachen musste. In der finalen Konstellation dann gegen OMG und Dino Bravo war ja dann Hacksaw alleine und dann sagte Jesse Ventura, I don't see the 2x4 to help him. Und im exakt selben Moment war rechts oben am Guardrail der 2x4 gelehnt. Ich dachte so, doch, da ist er. Ja, das fand ich schön. Über sowas freue ich mich, da habe ich Spaß dran. Selbstbelustigung gehört dazu. Hacksaw Jim Duggan gewinnt den ersten Royal Rumble. Mhm. Hat ihm nicht wirklich was gebracht. Ist historisch gesehen auch nur da deswegen wichtig, weil er der Erste ist. Ja. Ja. Kann man, denke ich, so zusammenfassen. Ein Match haben wir noch. Wollen wir Rumble-Haken hinter machen? Machen wir Rumble-Haken hinter und dann kommen wir zum Main-Event. Zu dem Match, wo die Fans im Hintergrund schon die Halle verlassen haben. Genau, aber das ist, wie gesagt, normal gewesen zu diesem Zeitpunkt. Das ist eben diesem, was wir eingangs gesagt haben, geschuldet, dass man zum einen nicht sicher war, schafft man das Match, was wichtiger ist, innerhalb der Ausstrahlungszeit. Und zum anderen, weil Vince ein großer Freund davon war, wie das in Sportsendungen gemacht ist. Man redet am Ende der Sendung nochmal darüber, was gerade gemacht wurde. Und das kann man eben auch am besten, während noch ein anderes Match stattfindet, was weniger wichtig ist. Und deswegen wurde das so gemacht. Ich finde, wie gesagt, nur schade, dass man nicht die laufende Fehde Islanders gegen die British Bulldogs, habe ich ja vorher gesagt, Matilda wurde von den Islanders entführt, daraufhin wurden die Islanders suspendiert, dann tauchte Matilda wieder auf, aber unterernährt, die Bulldogs waren sehr böse auf die Islanders. Bobby Heenan hatte diese komische, ich wollte gerade Lasso sagen, nee, wie heißt denn das, eine Kette, mein Hund führt, hier so ein Leine. Da. Ja, so, eine Leine, ein ganz einfaches Wort, Mensch. Ach, manche, mal egal. Also diese Leine, die einfach nur in der Luft hing, ja, wo dann so getan wurde, als ob das da ein Geisterhund ist. Ja. Und trotzdem findet nicht Islanders gegen die Bulldogs, sondern Islanders gegen die Young Stallions statt, die ebenfalls seit des Survivor Series, wo sie ja Soul Survivor durchaus waren, ein einziges Match hatten in dieser ganzen Phase, also der Bild, ab dem man dabei das Survivor Series suggeriert hatte, überhaupt nicht durchgezogen wurde. Und hier werden sie auch mehr oder weniger 2-0 verheizt. Finde ich, also wie gesagt, sehr schade, dass man dort nicht die Islanders gegen die Bulldogs ansetzt. Aber das kommt ja bei Mania, oder? Ist das da Islanders und Bobby Heenan? Nee. Doch, nee. Doch, nee. Ich weiß es nicht. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Ah, irgendwo gibt es einen Six-Man-Tag. Von den Bulldogs und Coco gegen die Islanders und Bobby Heenan. Aber ist das bei Mania? Nee, das ist gar nicht bei Mania, glaube ich. Irgendwas klingelt da, aber ein bisschen klingelt. Ja, nebenbei. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall habe ich das Match gesehen. Vielleicht ist es bei irgendeiner von diesen Compilations, Best of WWF oder whatever, mit drauf gewesen. Wenn es bei WrestleMania ist, reden wir im nächsten Podcast drüber. Islanders gegen die Young Stallions, 2 of 3 Falls. Was hast du? Also erstmal, ja, es ist bei WrestleMania. Ich habe gerade gecheatet. Ja, ist halt ein schöner, langer Squash, ne? Also 2-0, deutlicher geht's nicht. Es ist ein sehr langsames Match. Es ist ein typisches Islanders-Match eigentlich, die halt körperlich überlegen sind, wo du denkst, eigentlich müssten jetzt dann die jungen, heißen Hengste, Babyface-Hengste ihren Comeback-Spot bekommen. Nö, bekommen sie nicht. Was? Die Babyface-Hengste. Die Babyface-Hengste. Schön. Ja, erster Fall endet dadurch, dass das Paul Roma aus dem Ring purzelt und sich dabei das Knie offensichtlich verletzt. Bricht, ja, er bricht sich das Knie. Das ist alles andere erklärt das nicht, wie das Match weiterhin verläuft. Ja, das Match verläuft erstmal gar nicht, weil wir dann eben Paul Roma erstmal Backstage führen müssen. Die Islanders ein bisschen ungünstig alleine im Ring stehen im Hintergrund, während im Vordergrund nochmal der Promo mit Biasi und Andre läuft.
Und dann nach gefühlt einer halben Stunde kommt dann eben ein stark bandagierter Paul Roma zurück und muss natürlich gemäß den Regeln, wie wir ja im ersten Tag-Team-Match an dem Abend schon erfahren haben, das Match wieder starten. Wechselt sehr schnell aus. Dann, ich finde das so clever, wie man das gemacht hat. Ja, dann wechselt er aus, hält sich im Endeffekt die ganze Zeit zurück und Jim Powers wrestelt das ganze Match zu Ende, aber er bekommt dann auf die Omme, er muss halt auswechseln. Und dann geht halt Roma sichtlich widerwillig da rein und verliert das Ding dann halt auch klipp und klar. Splash aufs Bein und dann Submission Hold. Ja. Ja. Der Splash sah cool aus. Der Splash war super. Aber ist ja generell, das können die Samoaner, glaube ich, ganz gut. Also Big Splashes sehen immer schön aus. Aber ich meine auch nicht nur, dass man das für das Match gut gelöst hat, dass eben Roma wieder starten muss, sondern auch, dass man das Interview von Hogan, das gab es ja nach dem Rumble, dass der sich darüber äußert, was gerade passiert ist bei der Vertragsunterzeichnung und dass dann sozusagen in dieser Rest-Period, wo man nicht genau weiß, kommt Roma wieder oder nicht, dann eben auch noch den Gegenpart zeigt und sozusagen diese ja im Match entstandene Lücke mehr oder weniger plausibel löst, fand das voll gut. Also, keine Ahnung, mit sowas kriegst du mich. Kleinigkeiten. Ja. War da vielleicht auch eine Werbepause oder sowas? Möglich. Weil ich meine, du hattest ja vorher dieses ewig lange Rumble-Match, halbe Stunde, dass man da vielleicht die Werbung danach gesetzt hat und dann eben. Im Rumble gab es eine Werbung. Weiß ich. Ich weiß aber nicht wo. Aber ich weiß, dass irgendwer sich darüber beschwert hatte, dass er weniger Zeit bekommt als die anderen, weil das in seinen Slot fällt. Aber ich weiß nicht mehr, wo der angesetzt wurde. Weißt du, weil beim ersten Tag Team Match bei den Damen, da hast du halt beide Teams während der Werbeunterbrechung zwischen den Falls im Ring, genau. Also dass man da irgendwie was Richtung Publikum aufspielen kann. Aber wenn du jetzt hier im Main Event die Faces Backstage ziehst und dann einfach nur die Heels da im Ring rumstehen lässt, unbeteiligt, 2-3 Minuten während der Werbung, ist halt ein bisschen schwierig. Ein bisschen lahm, ja. Ja. Das ist dann ungefähr so wie heute, wenn irgendwelche Leute ihre Entrances machen und dann 3 Minuten im Ring rumstehen und darauf warten, dass der Gegner seine Entrance macht. Ja. Ja. Einfach immer von A nach B laufen im Ring und Publikum nochmal anheizen und nochmal, ach, meine Musik ist doch schön. Ja, genau. Ja, aber so ist es leider, ne? So läuft's. Ja, das Fernsehen halt. Ja. Und grundsätzlich finde ich die Idee hier High-Impact-Move eben nicht auf den Körper, sondern auf das angeschlagene Körperteil, ne, ja. aufs Knie und dann Submission-Move hinterher, finde ich sehr smart. Vorletztes Jahr bei New Japan auch schon sehr smart, als es Robbie Eagles dort gemacht hat, ne, also 450 aufs Bein von Liger springen und dann Submission-Move hinterherziehen, ja. anstelle eben 450 mit einem potenziellen Kickout zu riskieren. Ja, Daniel Bryan oder Bryan Danielson bei Ring of Honor in seinem World-Title-Run. Da gingen die Headbutts zum Teil auf Knie oder auf Arme, weil danach der Aufgabegriff ging und nicht auf den Körper. Genau. Na, also, ich finde sowas auch richtig, richtig gut, weil das einfach sehr gut verständliches und plausibles Wrestling ist. Na, also, muss man schon machen. Und ansonsten gibt es zu dem Match eigentlich nicht viel zu sagen. Da kam nicht viel von den Babyfaces. Dafür ein sehr schöner, dominanter Sieg der Heels, eben im Aufbau hin zum Bulldog-Match. Ja. Ich glaube, ich war gerade schon wieder weg. Ich habe dich, glaube ich, nicht richtig gehört. Hast du das gehört, was ich von Danielson gesagt habe? Ja, habe ich. Okay, dann warst du kurz danach bei mir so ein bisschen abgestockert. Soll ich nochmal wiederholen? Ich habe das schon realisiert, was du gesagt hast, aber ich habe nicht alles davon gehört. Okay. Aber es ärgert mich immer, dass das zwischendurch so kurz weg ist. Ja, also ich hab dich diesmal gut gehört. Ausnahmsweise. Als ob man mich jemals gut hört. Das ist ja schon in sich ein bisschen verkehrt. Das ist es halt immer, liebes Multiversum, wenn der Herr Schwarz immer wichtig, wie er ist, seine Podcasts unterwegs aufnimmt und immer in den Tunnel reinfährt. Einen schwarzen Tunnel, ja. Einen schwarzen Tunnel. Ja. Nee, aber es gibt ja immer noch da draußen Leute, die dann sagen, oh, wie kann man denn so einem so lange zuhören, der nuschelt ja die ganze Zeit. Da gibt es ja Menschen, die sowas, dann sehr, die da sehr empfindlich sind. Was? Ja. Genau. Ansonsten hast du eigentlich alles gesagt, was ich auch gesagt hätte. Ich fand
den Verletzungsspot eigentlich ganz clever gelöst. Ich fand dann zwar irgendwie schade, dass die Young Stallions zu null untergehen, aber damit ist das eben mit den Young Stallions auch schon wieder erledigt, wenn wir dann gucken, dass das restliche Jahr 88 dann schon wieder klar im Zeichen von Demolition steht und die Powers of Pain auch kommen, da wird die Tag Division eine ganz andere. Und ja, oder auch mit den Enforcers, also die Brainbusters. Und ja, das kann man so machen. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, weil man in dieser kurzen Zeit seit der SUSE durchaus hätte mit den Young Stallions was machen können und auch als Contender auf Tag-Title bauen können, aber hat man halt nicht gemacht. Und ja, es wäre aber jetzt auch irgendwie schräg gewesen, wenn die Young Stallions das Ding holen, nachdem die Islanders ja nur diese Fehde mit den British Bulldogs haben und dann ja irgendwie auch nicht unbedingt zu sehr gehemmt dann in dieses Match gehen, wann auch immer das stattfindet dann, ne? Inzwischen ja, wie gesagt, bei Mania dann, aber ich glaube, irgendwo gibt es noch das tatsächliche Tag-Match, was ja nie so als solche stattfand, weil ja die Islanders abgehauen sind mit Matilda. Da war übrigens auch witzig, da konnte man telefonisch get well soon Matilda Wishes schicken. Fand ich auch ganz niedlich. Und am nächsten Tag noch Meet Gene anrufen auf seiner Hotline und fragen, Ja, genau so wie ähnlich, ist denn irgendwo. der Zustand? Ja. Einfach mal 30 Geld da lassen, um dem Hund gute Besserung zu wünschen. Ja, so war das damals. Und ja, Match fand ich aber gut. Also, ich mag die Islanders, ich mochte die Islanders immer sehr gerne. Auch die ein Team, die für mich immer so ein bisschen unter Wert verkauft wurden. Jetzt sind sie hier im Main Event sozusagen im tatsächlich effektiv letzten Match der Royal Rumble 88 Card. Das einzige Royal Rumble, ja, der einzige Royal Rumble, der mit einem Tag-Match endet. Auch das ist durchaus bemerkenswert. Und dann eben ganz klar die Stallions abgefrühstückt. Und Ausgehängstet. Hat sich's ja, genau. ausgehängstet. Ja, und das ist dann das Ende des eigentlichen Royal Rumbles. Dann wird noch mal ganz kurz zusammengefasst von Ventura und McMahon, was den Abend so passiert ist, was ja auch schon zum Teil in dem Islanders-Match selbst gemacht wurde, so wie ich vorhin gesagt habe, man fasst das ganz gerne zusammen. Man hat eigentlich die ganze Karte noch mal zusammengefasst, durch mit dem wichtigsten Element, was da bei dieser Vertragsunterzeichnung passiert ist. Und dass das Match eben jetzt als nächstes kommt, dass man das beim Main Event am 5. Februar sehen kann. Und ja, so endet der Royal Rumble 88, wie gesagt, mit einem Rating von 8,1. 8,1, noch 8,2. 8,2 sogar. Und ich meine gelesen zu haben, dass das bis heute hin ein Rekord ist. Also sehr, sehr beeindruckend. Der Main Event, über den wir dann, wie gesagt, auch zum Teil dann beim nächsten Podcast sprechen werden, dann sogar mit einem 15,2 Rating. Wer diese Ratings-Dings immer nicht so komplett versteht, das sind eigentlich sowas wie Prozentsätze in Amerika. Das heißt, den Royal Rumble haben mehr oder weniger 8,5% der amerikanischen Bevölkerung mit erreichbarem TV-Gerät geguckt. Was eigentlich noch beeindruckender ist als heutzutage, weil eben viel weniger Leute tatsächlich effektiv einen Fernseher hatten. Das heißt, es ist eigentlich noch beeindruckender, dieser hohe Wert, als es vielleicht heute wäre. Weißt du, ob die Events dann auch so Closed-Circuit-mäßig angeboten worden sind? Nee, ich glaube nicht. Main Event weiß ich nicht, Rumble nicht. Weil das sind ja dann auch nochmal Tausende von Leuten, die sich das dann angeguckt hätten. Das Problem ist daran halt Cable TV. Also das ist ja hier auf dem USA Network gelaufen, während dann der Main Event auf NBC läuft und das ja dann, wie heißt das? Terrestrial? Heißt das? Ja, ne? Ich glaube, das terrestriale TV darf, glaube ich, auf Closed Circuit laufen und Cable TV nicht. Oder umgekehrt? Ach, vielleicht auch umgekehrt. I don't Da know stecke ich exactly. eben jetzt eben nicht drin, deswegen Nee, frage ich ich auch dich. nicht. Eins von beiden darf nicht ausgestrahlt werden im Closed Circuit oder durfte nicht ausgestrahlt werden im Closed Circuit. Also dementsprechend gehe ich jetzt davon aus, da der Rumble nicht im Closed Circuit lief, gehe ich davon aus, dass Cable TV nicht im Closed Circuit laufen darf. Kann aber auch sein, dass es einfach dann schon nicht mehr gemacht wurde. Keine Ahnung, vielleicht wieder was für die Kommentare, vielleicht habt ihr mehr Wissen darüber, habt vielleicht irgendwo mal was gehört oder könnt das genau bestätigen, dann sehr gerne dazu auch was in die Kommentare. Da packe ich meine Hände ein bisschen in die Luft, will ich auch nicht was Falsches sagen. Hätte mich jetzt nur eben noch interessiert, so nebenbei, weil da natürlich die absolute Zahl an Zuschauern nochmal deutlich Noch nach oben größer wäre. gegangen wäre. Aber ich Ja. Public glaube, wenn Viewing und es so. so wäre, dann würde so viele Jahre später da irgendwas zu stehen. Weißt du, also mindestens ein Wiki-Eintrag. Dass die noch sagen würde, das beinhaltet noch nicht mal die Zahlen von. Weißt du? Solche Anmerkungen haben wir hier nicht.
Dementsprechend gehe ich fast davon aus, dass dem nicht so ist. Gut, dann nehmen wir das so hin. Ja, aber ohne Hand im Feuer, ne? Also einfach ja, mal so. Das sowieso nicht. Ja. Das ist ungesund. Gut, tut weh. Dann würde ich sagen, haben wir den Rumble 88 fertig. Sven Messler irgendwas oder wollen wir Fazitwertung? Ich habe eigentlich alles durch, was ich loswerden wollte. Dann machen wir das so. Machen wir Fazit und Wertung auf den WWF Royal Rumble 1988 vom 24.01. eben aus diesem Jahr 1988. Und ja, Sven, dann machen wir Fazit und Wertung. Ja, also dafür, dass es ein Erstversuch war, war das doch eine ganz nette Geschichte. Ja, also nicht übertrieben lang. Schöne, kompakte Karten mit einer Handvoll Matches. Für den Erstversuch war auch das Rumble-Match relativ in Ordnung. Mit einem okayen Sieger, schönen Feel-Good-Moment mit Mitchum Duggan als Sieger. Ein richtig, richtig starkes Tag-Team-Match der Frauen, was auch mit großem Abstand Match of the Night ist. Aber ich meine, so viel Auswahl haben wir ja nicht am Matches auf der Card. Ja, grundsätzlich ein Event, der nicht wehtut, den man sich aus historischen Gründen angucken sollte. Und wenn man eben nicht die ganze Show sich anschauen möchte, dann auf alle Fälle das Tag-Team-Match, Rumble-Match aus historischen Gründen und vielleicht noch ganz kurz in dieses Segment mit Hogan und Andre reingucken, weil es einfach historisch auch wichtig ist an der Stelle als Aufbau zum 5. Februar. Außerdem haben wir einen inoffiziellen Weltrekord gesehen, ne? Also das ist ja beachtlich und Jesse hatte natürlich nicht die Hände an der Stange und ich weiß nicht, warum sich Winsler immer so aufgeregt hat. Alles in allem würde ich sagen 7 Punkte. Ja, da sind wir uns von der Wertung schon mal wieder sehr einig. Mann, ist das schlimm. Aber ja, ich habe halt so überlegt, ob man dem Ganzen mehr gibt aufgrund des Bonus des ersten. Aber habe mir halt so gedacht, warum eigentlich? War ja gar nicht so, dass dieses Event irgendwie ein Auge zugedrückt bekommen hätte haben müssen, weil es ja gar nicht schlecht war, was da gezeigt wurde. Das, was rückwirkend eben rauskam, dass viele Leute Angst hatten davor, vor der Stipulation oder sich nicht wohlfühlten, weil sie nicht genau wussten, wann ihre jeweiligen Spots kommen oder. Ja, man erkennt es, wenn man dafür ein Auge hat, aber ja, aber auch nein, man erkennt es nicht so stark, wie Leute gedacht haben, dass man es erkennt. Und dementsprechend bin ich mit dem Rumble-Match sehr zufrieden oder mit der ganzen Card eigentlich sehr zufrieden. Steamboat gegen Root gehören da irgendwie hin, tragende Pfeiler der Liga zum Teil gewesen, zum Teil kommend eben für die nächsten Jahre. Der Main Event, wie gesagt, durchaus ein bisschen schräg, dass es dann ein Tag-Match ist, aber das haben wir jetzt zur Genüge, glaube ich, erklärt, warum das so gemacht wurde. Und ein tolles Tag-Match bei den Damen, beide Tag-Matches eben 2 out of 3 falls, um da die Werbepausen zu nutzen, weil es eben kein Pay-Per-View war, sondern ein TV-Special auf dem USA Network. Und unterm Strich steht da eigentlich ein unterhaltsamer Event, der gute 2,5 Stunden geht, der abseits vom Opener, der zum Teil ein bisschen langatmig ist, vielleicht sogar langweilig, weiß ich nicht genau, ob das richtige Wort ist, langatmig auf jeden Fall, durchaus unterhält, also durchweg unterhält eigentlich. Und das Ding mit Dino Bravo, das kann man überspringen, das ist vielleicht am ehesten das, was wo du sagst, boah, muss das da jetzt hin, muss das so lange sein, das ist am ehesten vielleicht was, wo man vielleicht durchaus skippen kann. Alles andere macht Spaß, ist kurzweilig und funktioniert. Und dementsprechend gibt es am Ende 7 Punkte, weil ich dann eben auch noch sagen muss, es hätte mir eben zum Teil besser gefallen, wenn die Leute, die auf der Nebencard eben da ein paar Kilometer weiter in Kanada eine weitere Hausshow geworkt haben, wenn die hier mit dabei gewesen wären oder wenn tatsächlich Matches stattgefunden hätten auf dieser Card, die in den eigentlichen Sendungen, sei es jetzt Superstars of Wrestling oder Challenge, effektiv sogar aufgebaut wurden. Da gab es ja Varianten. Da gab es Root gegen den Warrior, da gab es die Islanders gegen die Bulldogs, da gab es Valentine gegen Beefcake und viele weitere. Alles Varianten, die man durchaus hätte hier auf der Royal Rumble Card bringen können. Hat man nicht gemacht, vielleicht weil man selber auch nicht wusste, ach, ist der Royal Rumble überhaupt so wichtig, wie das rückwirkend für uns dann ist. Das kann man ja nicht wissen, was aus diesem Projekt wird. Vince selbst war in 88 davon noch nicht wirklich überzeugt, sondern hat sich mehr oder weniger breitschlagen lassen, das so zu machen. Er ist erst, heißt es, 90 komplett eingestiegen mit dem Rumble. Also 89 war selbst auch noch nicht so komplett überzeugt davon, ob es weitere geben wird, aber dann eben schon. Und dementsprechend ist auch klar, warum hier vielleicht nicht die komplette Wertigkeit auf diesem Event liegt, sondern vielmehr auf dem, was dann nämlich kommt am 5. Februar, nämlich mit dem Rückmatch von WrestleMania 3 mit Hogan und Andre, was eben auch hier beim Rumble stattfindet und eigentlich jeglichen Momentum
von allem anderen auf dieser Card wegnimmt, weil alle nur Interesse an Hogan und Andre haben. Aber so ist es eben. Man schlägt da mehrere Fliegen in einer Klappe, denn Leute schalten für Hogan und Andre vielleicht ein, wegen dieser Vertragsunterzeichnung, gucken sich aber eine neue Stipulation des Royal Rumbles an, finden das irgendwie ganz spannend, weil so viel passiert, so viel besser gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken muss, so viel Action, obwohl eigentlich gar nichts passiert, aber das ist für das geneigte Auge ganz neu gewesen. Dementsprechend, glaube ich, hat das alles ganz gut funktioniert. Nicht umsonst reden wir in 2020 immer noch vom Royal Rumble und von vielen Leuten auch immer noch die liebste Match-Stipulation. Kann also so schlecht damals auch schon nicht gewesen sein oder auch nicht erfolgreich gewesen sein. Hat auch 7 Punkte. Dementsprechend haben wir eine gute Show gesehen und ich bin auch bei Sven, man sollte es zumindest der reinen Komplettierung halber oder des historischen Wertes wegen gesehen haben, weil eben der erste Rumble oder der erste offizielle Rumble, der dann ausgestrahlt wurde und abseits davon ist der Rumble 88 eher weniger wichtig, vielleicht sogar der unbedeutendste Rumble, aber es ist eben der erste und deswegen ist Duggan als Sieger auch genau deswegen eine Randnotiz. Er ist einfach nur der, den ersten gewonnen hat. Ohne jeglichen Momentum daraus zu ziehen, ohne jeglichen Payoff daraus zu generieren. Er ist einfach der Erste, der es gewonnen hat. Und fertig. Ja. Und das wäre es eigentlich. Chaka. Genau. Chaka. So, Sven, was machen wir als nächstes? Ja, jetzt haben wir die erste Survivor Series besprochen, ne? Ja. Wir hatten den ersten Rumble jetzt. Ja. Wir gehen in die WrestleMania Season natürlich jetzt rein. Ja. Dann wird sich ja eigentlich anbieten, dass wir hier unsere Logik fortsetzen. Also gucken wir, Matze, was als nächstes? WrestleMania 4. Natürlich. Natürlich. Weil wir nämlich nicht nur große historische Fans sind, sondern vor allen Dingen auch große Gegner von WrestleMania 1. Naja, aber die Logik ist doch, also das ist doch völlig logisch. Ja, absolut. Erstes Survivor Series, erster Royal Rumble. Und danach WrestleMania 4. Ich verstehe das Problem nicht. Das ist absolut korrekt. Hashtag Chronologie. Hashtag, ja. Wer hier 3 Stunden lang zugehört hat, hat es eigentlich schon rausgehört. Ja. Hashtag, wer nicht, ihr Lappen. Nein, meine Güte. Aber das war gerade lustig. Noch mehr Hashtags einfügen. Genau, WrestleMania 4. Die ganze Zeit längste WrestleMania. Inzwischen nicht mehr. Aber ja, auf 2 VHS damals veröffentlicht wurden, wer sich erinnert. Mich graust ja schon ein bisschen davor, ehrlich gesagt. Bitte? Mich graust ja schon ein kleines bisschen davor. Warum? Es sind 16 Matches. Ja, aber die sind doch zum Teil bloß 4 Minuten. Ja, aber ich... Weißt du, wie lange wir über 4 Minuten reden können? Ja, na klar, in der Theorie können wir das schon. Aber muss es dann gemacht werden, weil ganz ehrlich, da ist so viel unbedeutender Kram bei. Wenn wir erwähnen, dass das Match da war und dass es da und das und das dabei rauskommt, dann glaube ich, sind wir damit schon durch. Ich glaube, dass der Podcast, ja, ich weiß es nicht, aber ich tendiere dazu, dass der Mania 4 Podcast sogar kürzer werden kann als der heutige. Ich möchte, dass irgendjemand diesen Soundbite von Matze Schwarz gerade eben rausschneidet und dann zum 6 Stunden WrestleMania 4 Podcast damit konfrontiert. Und dann sage ich, ach, da lache ich darüber, habe ich nie gesagt. Ich habe meine Wörter zusammengeschnitten. Ich habe genug inzwischen geredet, dass sowas klappt. Wie diese Erpresserbriefe. Was? Wie diese Erpresserbriefe. Alles ausgeschnitten aus der Zeitung. Genau. Meine Stimme wurde ausgeschnitten aus der Zeitung. Legen Sie den Betrag in die große Eiche. Keine Bullen. Sonst. Ja, und auch keine Esel oder Lamas. Oder Hunde oder Schlangen. Ja. Ja? Hühner. Ja, große Fische. Die Russen lassen wir auch raus. Genau. Also, Datum, Sven, hast du auf dem Radar gerade? Ich weiß gerade irgendwie. In 5 Wochen. 24. oder so? Ja, in 5 Wochen hören wir uns wieder. Also, ich guck mal ganz kurz noch, genau, heute in 5 Wochen. Das müsste der 26. 26. sein. 26. März. Ja. Für diejenigen, die es dann eben erst aus der Konserve hören, dann ist es dann der 30. Genau. Also rechtzeitig vor WrestleMania, wie immer halt. Wir liefern ab. Genau, wir sind dann sogar, also sind wir genau eine Woche weg von Mania, ja, ne? Wir sind genau eine Woche weg von Mania dann. Mhm. Ja. Diesmal sind wir ein bisschen nach dem Rumble, ist aber auch nicht so schlimm. Ja, und jetzt geht der Build-Up dann direkt auf Mania zu. Ich habe jetzt noch gute 12 Stunden an Material, die ich noch gucken muss, um bis zu Mania überhaupt zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich das so fortführe, weil es jetzt doch ganz schön viel ist, in ja recht kurzer Zeit. Ja, mal gucken, ob ich das alles schaffe. Aber so wie ich mich kenne, werde ich einfach zwischendurch wieder Akkord gucken und dann habe ich am Ende doch alles geguckt. Oh,
Ich würde einfach dann passend zu WrestleMania 4 den WrestleMania 14 Podcast anhören von den anderen und dann. Ja, genau. Ja. Super. Da wissen wir ganz genau, wie Mike Tyson dann hier mit Donald Trump umgegangen ist. Ja. Das Beste aus beiden Welten. Tyson! 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 Und Trump fliegt das Toupet weg. So. Ha, schön. Ja, also das ist der nächste Podcast. Wie gesagt, am 26. März könnt ihr sehr gerne auf twitch.tv/matze-oes vorbeigucken. Da sind wir dann live mit der nächsten Wrestling Time Machine. Wenn ihr das Ganze aus der Konserve hört, wenn ihr vielleicht auch diesen Podcast hier aus der Konserve hört, dann gibt es die nächste Wrestling Time Machine am 30. März und dann ist das Thema WrestleMania 4 aus dem Jahr 1988. Gut, Sven, würde ich sagen, haben wir genug, oder? Auf jeden Fall. Dann gerne verabschieden. Gut, ich verabschiede mich sehr gerne von dir, Matze. Nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil es immer eine Freude ist, mit dir diese Time Machines zu machen. Und hier so diese Lebenaussage noch mit reinbringen muss. Nee, nicht weil. Schön. Aber, ne? Ja, genau. Es ist ja nicht so, aber. Ja. Nee. Leute, jetzt mal ohne Scheiß, der Matze ist ein geiler Typ. Ist nicht umsonst der schwarze Ranger in unserem Megasort-Gespann hier. Und ja, ich sage einfach mal danke, Matze. Ich habe wieder so zwei, drei Sachen gelernt. Sowohl über das Jahr 88 als auch über das Jahr 98. Ich bedanke mich bei euch draußen fürs Zuhören und sag derweil tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Genau, hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Ich mag diese Phase unheimlich gerne. Macht mir halt auch deswegen irgendwie Spaß, das ganze Zeug jetzt nochmal zu gucken, weil so richtig Gründe habe ich dann halt auch nicht, altes Zeug nochmal zu gucken. Egal, ob es mir Spaß macht oder nicht, ich nutze dann meist die Time Machines aus, um dann dieses ganze Material nochmal zu gucken. Deswegen mag ich dieses Format so gerne, weil es mich dazu anspornt, dieses Material nochmal zu gucken. Ja, ich kenne es alles, aber ich möchte auch nicht komplett so einfach jetzt mit dem Event rein und dann losreden. Vielleicht wäre das meiste sowieso irgendwo im Kopf, aber ob man es dann so abrufen könnte, weiß ich nicht. Deswegen macht mir dieses Format auch deswegen so viel Spaß, weil ich dadurch vieles Alte nochmal gucken kann. Was eben auch grundsätzlich immer gilt, es macht mir auch größtenteils immer noch ein bisschen mehr Spaß als das Aktuelle. Nicht immer. Ja, ich mag das aktuelle Wrestling auch sehr gerne, auch das bei der WWE, ja, böse. Aber das ist eben immer noch das, was ich noch viel lieber mag. Also nicht zwangsläufig die 80er, aber vor allem die 90er. Und deswegen mag ich dieses Format nach wie vor sehr gerne, weil es mich eben auch anspornt oder anreizt, dann älteres Material nochmal zu gucken. Ich habe auch noch in die Bankhaus Stampede von der NWA angeguckt, habe ich aber nicht durchgehalten, weil es mir zum Teil ein bisschen zu blöd war und auch zeitlich nicht mehr komplett aufging, gestern noch alles zu gucken. Aber da hat schon zu Recht dann auch 88 die letzte Bankhaus Stampede stattgefunden. Alle vier übrigens, die bei der NWA oder Jim Crockett Promotion stattgefunden haben. Übrigens hat alle Dusty Rhodes gewonnen. Ja, muss man auch noch machen, haben wir vorher durch schon mal erwähnt. Dafür auch sehr viel Kritik bekommen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr mit unserem Review vom Rumble 88 viel Spaß hattet, dass ihr euch jetzt schon auf WrestleMania 4 freut, was dann die Chronologie beginnend bei der SUSE 87 fortführen wird. Und ja, ich würde sagen, bis dahin verbleibe ich, wie immer, am Ende mit Danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Wanker, Wanker.